was habe ich denn da? Leute, was ist das? Ist irgendwie eine Nörgelbeule. Das ist aber auch, weil ich so viel Scheiße gefressen habe über diese Weihnachtsferien, ne? Schokolade, Marzipan, den ganzen Piss, ihr kennt die Kacke. Immer nur, ne? Und dann hast du Gammelfleisch am Arsch, weil du nur auf der Couch sitzt, vorm Rechner hängst, alles in den Joggingbuchse, lässt nochmal einen fahren, mief sich schön ein. Also richtig eklig. Ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder arbeiten gehen kann. Was ist denn mit dir? Du hast doch Urlaub, ne? Ja, ich nicht. Ich muss morgen schon wieder ran. Aber, boah, ich habe auch keine Zeit mehr. Ich muss hier kalkig, ich sehe aus wie ein Stück Scheiße. Und ich versuche mich ja immer für euch hier, immer für euch schön zu machen. Schon mitbekommen hat. Der Daddy ist krank. Oh, ein bisschen krank, Junge. Ja, bin ich krank, Junge. Er kann heute zum Glück nicht so viel erzählen. Wie ihr wisst, das ist ja dann, ich kann ja schon mal ausarten in lange Monologe, exzessive Ausschweife aus seinem kleinen Stammhirn, die sich dann ins Hobby ergießen können. Ja, aber den Part machst du heute. Genau, deswegen heute mal ein bisschen kurz und knackig, so, ne, wie man das eigentlich gerne mal möchte. Was haben wir denn für eine Krankheit? Nase zu, Husten, Stimme weg. Nase zu, Stimme weg, mimi. Ach, Junge. Naja, kann man nichts machen. Was machen wir heute? Also, wir hatten jetzt einfach mal wieder Bock zu zocken. Und das wollen wir heute auch tun. Und wir zocken heute Wasteland. Endlich. Endlich spielen wir Wasteland. Wir müssen ein bisschen improvisieren, weil hier bei dem Umbau vom Bunker ist nämlich eine Sache wieder passiert. Wir haben ja so einen kleinen blöden Ossi bei uns in der Truppe. Der Crunchy. Und der will ja ein Turnier veranstalten und macht das auch im Januar. Ist jetzt bald schon. Ist jetzt bald Anfang schon. Januar, ja. Dafür brauchen wir ein Gelände. Kannst du mal einfach deine dumme Fresse halten? Ich bin hier gerade besser mit. Ja, Junge, dein Handy. So. Völlig unprofessionell. Läuft mit diesen Sachen dann zum Auto mit dem Gelände, was er für das Turnier braucht. Und was nimmt der Vollidiot? Um das Ganze zu transportieren, also wir haben Kartons drüben und all möglichen Scheiß, nein. Wie so ein Ossi halt ist, Improvisation ist alles. Meine Hände sind zu klein, nehme ich doch irgendwie ein Tablett. Was eignet sich besser als eine Spielplatte, als Tablett, als eine Spielplatte? Ja, hat schön, er sich schon gedacht? Schön ebene Fläche. Ja. Ja, mega. Leicht angeraut durch den Sand irgendwie, dann rutscht er nicht so schnell runter. Hat er gedacht, boah, geil, die nehme ich mal. Alles klar, der verpisst sich, alles mitgenommen. Natürlich auch nicht erstmal die GW-Scheiße, ne? Nee, ja, erstmal diese Plastikkacke, erstmal alles nur das selbstgebaute geile Zeug hier. Ich bin mal gespannt, wie das nach dem Turnier aussieht. Pumpstation und so, boah, nee. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier nur drei Platten. Wie das Spielfeld aussieht, das zeige ich euch gleich. Und dann erzähle ich auch noch was dazu. Also, wir spielen heute eine Co-op-Mission. Und das wird, glaube ich, geil. Weil wir haben einfach mal wieder Bock auf, wenn der Daddy krank ist. Mhm. Aber das wird, glaube ich, ganz cool. Deswegen improvisiert. Und
Langes Spielfeld, drei Platten. Und jetzt zeigen wir euch das mal. Und dann machen wir die Warband-Vorstellung. Machen wir erst und dann zeigen wir euch das Spielfeld. So machen wir es. So, kommen wir hier zu Delis Warband. Wie heißt denn deine Warband? Das sind die Oberharten. Einfach so. Ja, einfach mal die, so. Die Oberharten. Die Oberharten, weil das ist eine Raider-Warband. Also die sind richtig krass drauf. Also Fraktion Raider. Genau, Fraktion Raider und als Leader nicht den ersten, den man nehmen kann, sondern den anderen. Es ist ein Bandit King. In meinem Fall eine Bandit Queen. Also denn, sie hier. Genau, das da ist einfach Miss Rifles. Leader, 80 Punkte, hat einen Rifle und eine Riot Armor. Hat drei Skills von Anfang an, nämlich Motivator, Rangefinder und Fast Tracker. Ja, und mehr nicht. Keine Nahkampfwaffen, nichts dabei. Ja, cool. Dann habe ich einen Elite, das ist der Oliver. Das Oliver ist ein Brute, also nennt sich auch tatsächlich Brute irgendwie bei den Raidern. Hat leider nur einen Lebenspunkt, blöderweise. Hat festgesetzte Sonderregeln, nämlich Brute, Bully und Dump. Oh, Bully, was ist Bully? Bully ist, dass ich jetzt da irgendeinen Bonus kriegt auf irgendwas. Brute ist, meine ich ja, dass er keine Abzug auf schwere Waffen kriegt. Und Bully ist, ich weiß nicht, muss ich nachlesen. Also, aber ich konnte es nicht auswählen. Also der hat diese Fähigkeiten vorgegeben. Okay. Der hat nur eine Scrap Armor, halt einfach nur ist so ein paar. Ist der denn irgendwie so ein dazugekaufter irgendwas, weil er sieht so Mutanten aus? Ja, man weiß es nicht genau, ob es ein Mutant ist oder nicht. Also der hat sich denen angeschlossen auf jeden Fall. Ist jetzt auch wahrscheinlich nicht der hellste, wenn er ja Dump ist. Weil ein Human ist es ja nicht, ne? Oder ist es noch ein Ich glaube, das ist laut Dings sogar auch ein Human. Ist halt ein bisschen groß gewachsen. Okay, alles klar. Ja, also er hat Scrap Armor und ein Heavy Weapon. Heavy Weapon ist seine komische Kralle da, ne? Aber er kriegt dafür ja eh keinen Abzug. Also er benutzt die wie eine einhändige Waffe halt. Erklär nochmal den Abzug bei Heavy Weapons. Ich meine, dass man bei den Heavy Weapons nämlich ein Minus auf den Melee kriegt. Muss ich nochmal nachgucken genau, aber ich bin mir recht sicher, dass es so ist. Es sei denn, man ist sowas eben wie Brute, dann kriegt man nämlich keinen Abzug. Weil man groß ist und das, und das Ding besser einfach kann. Ja, richtig. Gut. Ja, dann habe ich hier den Typen da mit der Submachine Gun. Der hat Mesh Armor und Submachine Gun. Ist ein normaler Raider, nennt sich selbst Philippa. Frag lieber nicht, wieso. Sonst wird der ganz schnell ganz aggro. Das es soll ja auch bei einem Koop-Spiel bleiben. Ne? Richtig. So. Philipp. Ja, es ist Philippa. So. So, wenn man das mal eben irgendwie, das A wurde nachträglich noch schnell dran gekritzelt. Ja, und dann habe ich als letzten Mensch noch dabei, auch ein normaler, das ist aber kein normaler Raider, sondern ein Wrecker, ist im Prinzip auch ein normaler Raider, aber wahrscheinlich eher für Nahkampf bei dem gedacht. Er heißt einfach Axis und hat ein Heavy Weapon dabei und eine Scrap Armor, sonst nichts. Ja, und dann habe ich natürlich noch dabei Stiffy die Killerratte. Hui. Bei den Raidern kann man sogenannte Mongrels nehmen. Das sind so Tiere, die irgendwo entweder geklaut haben oder sich angezüchtet haben. Nee, Mongos kann man ja auch nehmen bei den Raidern nämlich. Nicht bei den Raidern, bei den Mutanten. Aber das ist ein Mongrel. Und in dem Fall ist es eine Killerratte, die ist mega gefährlich. Sieht man jetzt auf den ersten Blick nicht, aber Junge, die geht ab. Der Wolf im Schafpelz. Ja, klar, natürlich. Kostet auch nur 18 Punkte. Hat Natural Weapons für Lau dabei, das ist ähnlich wie bei den Hunden und so. Also man kann die nicht entwaffnen oder sowas, die kriegt auch keine Abzüge, Boni. Sie hat aber nur einfach einmal Light Weapon. Also nur die Kauwerkzeuge, nur ein Light Weapon auch. Also nichts mit hier, ich glaube Synchro war es ja, oder plus eins auf Melee oder so, hat die nicht. Die hat einfach nur Light Weapon und läuft halt so durch die Gegend. Ist ziemlich schnell, Movement 7, aber ich glaube die ganzen anderen Werte sind relativ schwach. Ja, okay. 248 Punkte kostet meine Warband damit. Cool. Ja, dann kommen wir mal zu meiner Warband. Das ist, wie ihr seht, noch nicht ganz fertig. Aber die Warband nennt sich der Goldene Sanctus. So, bestehen eigentlich aus nur heiligen Nonnen. Ich habe mich für die Tribals entschieden. Im Kodex steht es ein bisschen so, ja, Indianer, Schamanenvolk, bla bla bla. Aber wenn man das sich so ein bisschen umspinnt, bis auf diesen Aspekt, sie schmücken sich mit Federn, wenn man das weglegt, könnte man auch das gut auf irgendwelche fanatischen, gläubigen Orden, Versammlungen, keine Ahnung, stricken. Weil, leben stark nach irgendeinem Glauben, verbreiten den.
alles heilig, haben auch irgendwelche Relikte dabei. Da ist sogar im Kodex von Knochen die Rede. Wenn ich dann mir das mal so überlege, dass auch der Papst irgendwelche komischen Fingerknochen von irgendwelchen verstorbenen Heiligen da huldigt jedes Jahr in Rom, könnte man ja meinen, das geht dann auch so und deswegen geht das auch so. Also, der goldene Sanctus. Ja, bei mir Elite. Stimmt gar nicht. Fangen wir erstmal an hier mit dem Liga. Das ist Oberschwester Renate. Oberschwester Renate ist der Leader. Ganz normale Spezifikationen. Kostet bei mir 118 Gold oder Kronkorken. Move 5, Melee 6, Range 6, Strange 6, Metal 7, Defense 6 und 2 Wunden. Ausgestattet habe ich sie mit einer Reliktwaffe, einer Plasmapistole, 12 Zoll Reichweite, Stärke 8 und sie hat ein Riot Armor, das heißt einen auf Nah- und einen auf Fernkampfwert. Hat sie sehr wahrscheinlich unter der Kutte irgendwie so richtig geil. Stählerner Keuschheitsgürtel sehr wahrscheinlich. Yo. So, daneben, weil schon jahrelang zum Elite aufgestiegen, also das ist so ein bisschen Ordensschwester Bertha, ist auch so ein bisschen exhibitionistisch veranlagt, jetzt sind halt diese streng katholischen Sachen, sind halt nicht alle überliefert worden, so, und sie, ja wie soll ich sagen, sie ist halt nicht die Oberste, aber so der Second General in dieser ganzen Nummer und hält sich dafür deswegen immer für irgendwas Besonderes und zeigt das dann auch so. Und zieht sich auch gerne mal so ein bisschen nice an, kann man das so sagen. Kann ich davon ausgehen, dass die anderen unter ihrem Kunden eigentlich auch alle so aussehen? Ja, das also oder gar nichts. Oh. Ne? Ja, also Oberschwester Bertha, Move 5, Melee 5, Range 5, Strange 5, Metal 6, Defense 6, eine Wunde. Heavy Weapon, das ist diese fette Axt. Wie Deligard schon erklärt hat, gibt das dann einen Abzug auf Melee. Special Rules. Ach so, ja, Special Rules, sorry nochmal. Wie der Leader habe ich hier meine Dings ausgerüstet mit Fast Tracker. Das ist, wenn jemand 2 Zoll sich bewegt, ist natürlich jetzt hier bei dem Szenario, was wir spielen. Wenn er sich zweimal bewegt. Also richtig, zweimal bewegt, ja. Nicht 2 Zoll, dann gibt es ja normalerweise ein Minus auf den Range-Wert. Ja. Müssen wir mal gucken, ob das hier überhaupt was bringt. Rangefinder, das gibt nochmal plus 6 Zoll auf die Knarre, weil die hätte normalerweise nur 12. Also jetzt hat sie dann 18. Das ist geil. Und Motivator, sprich alles in 6 Zoll, kriegt nochmal einen auf den Aktivierungswert, plus 1. Jedes Teammitglied. Nicht auf sich selber anwendbar. So, Heilige Maria. Die Heilige Maria. Heilige Maria hat ein Rifle. Und dieses kann 30 Zoll schießen, Stärke 7. Move 5, Melee 4, Range 4, Strange 5, Metal 5, Defense 6, eine Wunde. Kostet 38. Ja, und dann habe ich nur noch zweimal die Heilige Anna und die Heilige Rosalinde. Das sind ganz normale Tribals, die nur mit einer Maschinenpistole 12 Zoll, Stärke 6 ausgestattet sind. Haben die gleichen Werte quasi wie die Maria. Das ist die Warband. Und jetzt zeigen wir euch mal das Spielfeld. So, das Spielfeld. Wie schon angekündigt, spielen wir nur auf 3 Platten, dank Crunchy. Das Spielfeld sieht so aus. 3 Platten hintereinander, eine lange Straße in die Ortschaft hinein. Ich mache hier meine Kameraüberfahrt über die Straße. Ich komme an der Tankstelle vorbei, Parkplatz. Und dann sehen wir da hinten unsere Warband. Oh, mit der schönen Gardine im Hintergrund. Dahin startet die Warband. Und die muss ich hier durchkämpfen. Also, was haben wir uns gedacht?
Die Warband muss sich hier durchkämpfen. Und weil das ein berüchtigter Ort ist und schon lange verlassen, gemieden von allen Bewohnern des Wastelands, weil da so viele Kreaturen natürlich wieder sind, haben sich unsere beiden Warbands zusammengeschlossen, Deli. Ne? Einmal ja. Der heilige Sanctus. Wahrscheinlich. Und die Obergeilen. Die Oberharten. Also ich meine, die Oberharten sind immer dabei, wenn man irgendwo mal was abgreifen kann, ist ja klar. Ja klar, immer so, da mache ich mit. Genau, und denen war aber schon klar, alleine wird das hier nichts. So. Ja. Der heilige Sanctus, warum ist er hier? Gibt es hier ein Relikt oder eine goldene Rose irgendwo oder so? Der goldene Sanctus ist, soll ich das sagen, wie der irische Gnom mit dem Goldtopf, der immer, ich habe den Namen vergessen, da gibt es ja einen Namen für den. Das ist, glaube ich, der Leprechaun. Ja, oder? Der Leprechaun, die haben ja immer Bock auf Gold. Wenn die Gold riechen, dann drehen die durch. Ja, klar. Und wie man das sehen kann, diese Waffen von denen sind alle vergoldet, weil das ist heiliges Gold. Und es wird gesegnet. So. Von wem denn? Von der Oberschwester Bertha. Ach so, ja, die, deswegen kann die sich das auch... Sehr wahrscheinlich durch 3 Tage durch das Wasteland laufens gesammeltes heiliges Arschwasser und dann darüber geträufelt. Hat sie verdient. Sie sammelt am meisten davon. Sie kann es machen. Ja, und sind aber auch alle völlig einverstanden mit, weil es auch total naheliegend und so. Ja, und die stinken dann auch so, die Waffen, dass sie kein anderer dann mitnimmt, weil die denken, da ist irgendwie was... Zwar Gold, oh geil, will ich haben, aber kommst du schon nur in die Nähe so... Nehmen wir lieber nicht. Ja. Der Daddy erzählt euch was. Ich mache hier mal ein bisschen, hier über die Platte, damit ihr seht, was wir hier Schönes aufgebaut haben. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass hier so radioaktive Zonen diesmal am Start sind. Ja. 3 Platten, 3 radioaktive Zonen. Und wir werden die radioaktiven Zonen fast genauso spielen wie im Regelbuch, nur mit einem Unterschied. Und zwar, sobald man innerhalb von 6 Zoll zu so einer Zone kommt, dann wird schon gewürfelt. Und jetzt kommt wieder das, so wie es im Regelbuch steht. Es wird nämlich einmal ein W3 gewürfelt. Zeig mal eben hier eine Platte. Ja. 2 Platten. Dritte Platte. Ja. Also es wird ein W3 gewürfelt, um zu gucken, wie stark diese Verstrahlung ist. Und ein W6, um zu gucken, wie weit die Reichweite davon ist. Also maximal 6 Zoll um dieses Geländestück drumherum ist alles verstrahlt. Das Problem ist jetzt... Sagen wir mal, man hat auf dem W3 eine 3 gewürfelt, also das Ding ist mega stark verstrahlt. Sobald sich eine Figur in dieser Zone befindet, also startet oder durchbewegt, muss die so viel wieder Verstrahlungen sind, Survival-Tests machen. Also wurde auf dem W3 eine 3 gewürfelt, heißt das 3 Survival-Tests machen. Für jeden verkackten Survival-Test bekommt man -1 auf seinen Defense-Wert. Sollte man jemals Defense 0 haben, ist man sofort tot. Sollte man out of action gehen, während man in so einer Zone ist, muss man am Ende des Spiels auf Mutationen würfeln. Finde ich, also wenn der Typ dann tatsächlich noch überleben sollte. Finde ich sehr lustig. Wir werden es so machen, dass auch wenn Wasteland-Figuren, also so Kreaturen oder so, wenn die entsprechend nah da rankommen, dass wir auch dann schon auswürfeln, wie stark oder wie schlimm die Zone ist. Und das zweite wichtige Sonderregelteil hier ist, ihr habt ja gesehen, 3 Platten. Wir haben auch 3, ich würde nicht sagen Gefahrenstufen, aber wir haben 3 Gruppen von Bösewichten, wie heißt es? 3 Gruppen von so Wasteland-Kreaturen und Typen, die da halt unterwegs sind. Deswegen werden wir es so machen, zum Beispiel, das sind die für Platte 1. Solange noch einer von uns, also von irgendeinem von unseren Figuren, auf Platte 1 ist, würfeln wir am Beginn jeder Runde 2W10 und die sind durchnummeriert. Also sagen wir mal, man würfelt eine 2 und eine 10, dann wäre das hier, der hier, also 1, 2 und der hier. Die würden dann spawnen. Und die spawnen immer 12 Zoll entfernt von dem Typen, der am weitesten vorne steht. Also vorne im Sinne am nächsten Richtung. Das wäre ihr, bei ihr 12 Zoll, dann wird ein Abweichungswürfel beziehungsweise gar nicht wahr. 12 Zoll wird gemessen. Und dann wird nochmal ein W6 gewürfelt, wie weit der vom Rand weg ist, nach innen. Ja, also wir ziehen da quasi so eine Linie und sagen, ne, okay, 12 Zoll Linie ziehen und dann gucken, wo der da erscheint. Also quasi 12 Zoll messen, dann W6 würfeln und dann
immer von der Spielfeldkante oder von der Spielfeldkante kann man kommen die reingelaufen. Genau. Und auch da werden wir es wieder so machen, wie wir das in anderen Spielen auch schon hatten. Sollten die uns nicht sehen, dann zufällige Bewegung. Sollten die uns sehen, greifen die natürlich an, weil die sind alle total aggro hier. Ne? Und wir haben es ein bisschen so gemacht, dass wenn wir jetzt weiter voranschreiten, dass es ein bisschen schwieriger wird. Also das hier ist Platte 1. Auf Platte 2 gibt es zwar auch noch ein paar Zombies, aber da gibt es auch hier so komisches Zeug. Hier so Toxic Jelly, wo man ganz schlecht nur drauf schießen kann. Giftige Skorpione und so ein Zeug. Ja, wir werden mal gucken, ob wir das innerhalb des Spiels noch ein bisschen modifizieren müssen, also ob wir das noch verstärken oder so, aber ich denke, das kommt schon ganz gut hin. Und Platte 3 ist dann quasi die Endboss-Platte. Da gibt es ja, nämlich also keinen Platte 2 mehr. Ist ja immer von hier bis da. Da. Ja. Da gibt es keinen W10 mehr, sondern nur noch einen W6. Also, wir haben hier 6 Kreaturen und das ist so das Stärkste, was es gibt. Auf jeden Fall ein gigantischer Ratskorpion, gigantische Spinne, da müssen wir noch gucken nach den Regeln, aber wir hatten da mal so einen Eintrag mit irgendeinem Viech mit 5 Lebenspunkten und so. Wir wollen einfach mal so ein Endboss-Ding haben. Hier müssen wir mal gucken, ob wir Wastewolves nehmen. Ich glaube, Wastewolves sind zu schwach, also irgendwie was Krasses. Also hier sollen die krassen Viecher dann erscheinen. Und wir gucken dann einfach mal, ob wir mal so einen Endgegner... Ja. Kaputt kriegen. Ne? Der Grund ist ja, hier sind ja, wie man sehen kann, noch ohne Ende Autos und sowas verrammelt. Und man hat auch gehört, dass diese Tankstelle hier noch nicht gelootet worden sein soll. Also hier gibt es ohne Ende noch richtig nice Stuff, ja, den man im Wasteland für teuer Zeug vertauschen oder verkaufen kann. Das ist überhaupt der Grund, warum wir jetzt hier durchwandern. Ne? Man sieht auch schon, oder die haben auch von Fernem schon gesehen, der Zustand von diesen Sachen hier ist auch wesentlich besser als da vorne. Weil ich meine, wenn man da vorne mal guckt, das ist ja so ein bisschen so Geisterstadt-Style, ne? Da ist alles schon ein bisschen runtergerockt und alles so Reste und Zeug. Ne? Aber hier hinten, das ist noch relativ... Also klar, das liegt jetzt auch schon hunderte Jahre da irgendwie so rum, aber trotzdem. Ne? Die wissen alle so, da ist auf jeden Fall ein bisschen geiler. Zum Beispiel, die haben noch alle die Spiegel und sowas. Ne? Ja. Also reflektierendes Glas natürlich. Immer geil. Immer geil. Ja. Hier ist das schon alles so weg. Die anderen haben nicht mehr. Gut, der noch, aber das Glas ist dann da sehr wahrscheinlich schon raus. Also auf jeden Fall da geiler Stuff und deswegen müssen wir da alle hin. Ja, deshalb, wie ist das denn jetzt geregelt? Wir stellen jetzt auf. Würde ich sagen, also wir stellen auf, wahrscheinlich möglichst so, dass wir nicht in 6 Zoll zu dem Ding da sind. Ja. Dann werden wir abwechselnd aktivieren, also so, als würden wir gegeneinander spielen. Ne? Also sobald ich eine Aktivierung, sagen wir mal, ich würde anfangen, sobald ich eine Aktivierung verkacke, darf ich den Typen ja noch eine Aktion bewegen, aber dann bist du dran. Und damit es auch ein bisschen spannender wird, werden wir das einmal am Anfang der Runde machen. Also bevor sich überhaupt irgendeiner bei uns bewegt, spawnen wir jetzt gleich schon mal die ersten Dinger. Richtig. Und Toxic gilt auch für die Viecher? Würde ich sagen, ja. Gut. Also ist das total ekelhafte Scheiße hier. Ja, eben. Es sei denn, wir haben hier Toxic Zombies oder was, ne? Haben wir die dabei? So Rat-Zombies, stimmt. Ne, haben wir jetzt noch nicht stehen, aber sollten wir einbauen. Sollten wir einbauen? Genau. Die sind nämlich immun. Bau die doch nochmal gleich ein. Ja, Rat-Zombies. Also, nehmen wir 2. Nun dann hier mal nochmal hier 2 raus. 2 da und 2 in der Mitte. Ja, hier nehmen wir nochmal. Der ist kacke und die alte ist auch scheiße. So. Hier Rat-Zombies. Mega. Mal ein paar, Junge. Ja, klar. Völlig verschreit. Ein paar. Boah, jetzt müssen wir überall noch die Bases machen, Junge. Das sieht alles ein bisschen. Also, wir haben hier eine Menge Zeug hier noch drin. Boah, guck mal hier, wir haben noch keine Leichen gelegt. Die es schon mal versucht haben. Oh ja, genau. Die müssen wir noch da Leichen gelegt. Und eventuell, fällt mir gerade ein, tauschen wir hinten einen Wastewolf noch gegen den Trock. Oh ja, einen Trock müssen wir auch. Einen Trock möchte ich gerne noch mal in den Arsch treten. Das ist der Trock hier. Trock ist immer geil. So, hier sind noch ein paar Leichen. Mega. Leichen, da ist noch eine Leiche. Und noch Leichen hier. Leichen ohne Ende. Yeah, woo! So. Ich mag diese kleinen Leichen. Schaut mal, wie süß die sind. Hier sind so Toten. Der liegt ja schon was länger.
ich wollte, aber ich habe es nicht geschafft. Und der hier auch. Oh, der hat es irgendwie verkackt. Der wollte nochmal irgendwie irgendwo hin. Man sieht also, alleine ist da eher nicht so gut. Nee. Da ist noch einer. Hier ist noch einer. Oh, ja, je tiefer das reingeht. Ja, aber viel weiter sind die auch nicht gekommen. Nee. Ne? Oh, guck mal hier. Massensterben war hier. Was da passiert, Delly? Vielleicht war es ja eine ganze Warband. Wer weiß das schon? Und hier muss ich mal austauschen, weil diese Zombies finde ich irgendwie schicker. So, hier diese Runner, aber die mag ich gar nicht. Gemachte Space. Das ist doch egal. Guck mal, ich mag ein paar auch nicht. Das würden sie uns auch verzeihen hier, die Base-Gestaltung von enorm mega. Ja, die schweben quasi die ganze Zeit auf dem schwarzen Hole. Oh, geil. Immer mit der Befürchtung, wenn der Glaube abreißt, werden sie verschluckt. Ja, das ist sehr geil. Ne? Ja. So. Übrigens, wir haben heute den 1.1.2017. Ja, deswegen frohes Neues. Frohes Neues. Und wir haben auch gleichzeitig den ersten Battle Report. Frohes Neues auch von überhaupt mir. Das erste Video. Oh, ich kacke aus. Was habe ich denn da schon? Hier aus dem neuen Bunker. Irgendwie, Junge, ich verwandle mich auch gerade in so einen Trock oder so. Macht ja nichts. Und dabei bin ich doch immer so. Versucht doch immer für euch immer das Beste zu geben. Ich habe heute auch Deo aufgelegt. Hier, nimm mal ein Zäpfchen, Junge. Ein Laserzäpfchen. Klar. Gut, fangen wir an. Ja, sicher. Ich würde sagen, keine Zugbegrenzung, oder? Weil normalerweise ist ja nach 6 Runden immer vorbei, so ein Game. Nee, wir machen jetzt, bis einer stirbt. Also, es geht hier jetzt durch. Ja? Oder bis alle tot sind halt. Ja, bis alle oder tot bis sind. Oder bis der Bus tot ist und wir es geschafft haben, den Computer zu hacken. Oh, ja, gucken wir mal, ob dein Computer noch weil ist. Eventuell gibt das die Codes frei für das nächste Level, wenn wir das schaffen. So um in Koordinaten den und sowas. Ja, ja, Koordinaten und vor allen Dingen die Codes für den Zugang von dem Bunker. Oh, ja, das wäre geil. Ja. Also hier nochmal der auf, also habt ihr vielleicht gerade schon mal gesehen, da ist ein Terminal drin. Ist ja wahrscheinlich nur eine Registrierkasse, aber egal. Also, ne, wenn der gehackt wird, dann haben wir es geschafft. Aber mal sehen, ob wir es überhaupt schaffen. Gut, wir bereiten uns vor und dann geht's gleich ab. Also, vielleicht nur einen kleinen Tacken, aber eigentlich... Ich habe das ja jetzt schon mal ausprobiert. So, meine Freunde. Wir haben jetzt gerade noch mal ein bisschen umdisponiert mit dem Respawn von diesen Teilen, weil W6 völlig Banane. Wir nehmen W20, weil wir haben eine 24 Zoll Platte. Gespawnt wird immer von hier. Also nochmal. Immer 12 Zoll von dem vordersten Teammitglied. Das wäre dann ungefähr hier. Da, wo die Barrikaden sind. Dann würfelt der Delly einen 20, W20. Und dann die Augenzahl bis hierhin. Also das heißt maximal... Ja, genau. Maximal 4 Zoll bis 4 Zoll an diese Kante kann der spawnen und so entgehen wir dem auch, dass er halt von der Platte fällt oder so. Ja. Also auf dieser Linie dann. Ne? Das Spawn machen wir jetzt einfach mal live, weil wir würden jetzt anfangen, wir sind aufgestellt und wir haben ja gesagt, bevor irgendeiner von uns was macht, spawnen wir zwei Typen. Das sind die 1 bis 10. Wir werfen 2 W10er, um zu gucken, was davon spawnt. 9 und 10, also eine Mudcrab und ein Zombie. So, und jetzt gucken wir, wir hatten das gerade gemessen, also das ist die Linie von den Barrikaden. Hier, schmeißt da mal ein W20 für die Mudcrab. Gucken wir mal, wo die kommt. 17 Zoll von dem 17, dann steht die da so, da hinter der Barrikade. Sieht also schon mal keinen. Dann machen wir mit 20 für den Zombie. Was ist das? Kippe. Eine 2, okay. Das heißt, der ist dann hier vorne auf diesem Schrotthaufen. Der sieht so... Ja, nee, der sieht auch noch keinen, glaube ich. Nee, das ist die Hausecke. Das geht übers Haus.
Die Mutter sieht er noch nicht, ne? Bertha? Ne. Okay. Ja, cool. Ja. Dann zocken wir jetzt einfach mal und nach der ersten Runde, also wenn sich bei uns alles bewegt hat, wenn die sich bewegt haben, wenn alles abgehandelt ist, dann sind wir wieder am Start. Wir können ja trotzdem die erste Runde mal so ein bisschen anspielen. Okay, dann müssen wir auswürfeln, wer von uns anfängt. Okay. Also du willst hier, ich, ja, ich muss hier erstmal hier an meinen Sitz hier dran. Total vorbereitet, wie ihr seht, das ist ein W10. Ja, dann. Ich habe eine 6. Ordnung muss sein. Ja, es geht gleich vorwärts. Ich habe eine 6. Weil das sieht ja nicht bei mir immer so aus hier wie beim Baby, ne? Alles so. Du hast eine 6. Ich habe auch eine 6. Dann würfen wir doch nochmal. Eine 4, eine 7. Der fängt an. Cool. Da mein Leader den Motivator-Skill hat, okay, jetzt bin ich unvorbereitet, weil ich habe nicht so wie der Herr Pfeife alle meine Profile aufgeschrieben. Nein, nein, nein. Ich habe alles hier irgendwo in diesem elektronischen Gerät versteckt. Versteckt? Was habe ich denn da? Leute, was ist das? Das ist irgendwie eine Nörgelbeule. Das ist aber auch, weil ich so viel Scheiße gefressen habe über diese Weihnachtsferien. Ne? Schokolade, Marzipan, den ganzen Piss, ihr kennt die Kacke. Immer mal, ne? Und dann hast du Gammelfleisch am Arsch, weil du nur auf der Couch sitzt, vorm Rechner hängst. Alles in der Joggingbuchse, lässt nochmal einen fahren, mief sich schön ein. Also richtig eklig. Ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder arbeiten gehen kann. Was ist denn mit dir? Du hast doch Urlaub, ne? Ja, ich nicht. Ich muss morgen schon wieder ran. Aber boah, ich habe auch keine Probleme. Ich muss hier kalkig. Ich sehe aus wie ein Stück Scheiße. Und ich versuche mich ja immer für euch hier, immer für euch schick zu machen. So, als erstes aktiviere immer. Ich... meine Ratte, mein Mongrel, Animal. Dein Mongo. Hat ein. Nee, Mongo ist bei den Raidern. Okay. Nein, nicht bei den Raidern, bei den Mutanten. Ich bin Raider. So, ja. Also, Metal-Wert von 5 durch Motivator-Skill von meinem Leader, ist locker in 6 Zoll, vorhin gemessen, eine 6. Das heißt, ich muss eine 4 plus werfen, damit dann erfolgreich aktiviert ist. Habe ich eine 4, das heißt, ich habe 2 Aktivierungen. So, ich habe einen Movement-Wert von 7. Dann mega. Laufe ich doch mal. Der ersten Bewegung hier hin. Und dann bewege ich. Es waren aber nur 6. Ja, ich wusste nicht genau, ob das dann schwierig oder nicht. Oder das so. Ist noch nicht schwierig. Aber die Sache ist, ich muss eh nicht ganz so weit, weil ich möchte. Ich gehe noch bis maximal hier in dieser Häuserecke da. So, da, ja, da gut, das waren jetzt nochmal plus 3 Zoll drauf, aber. Hier so um die Ecke, Junge. Ja, bis hier waren ja 6, Junge. Weil, ja. Warum ist dann bis zweite hier zweite Bewegung, da? Zweite Aktion. Ach so. Machst du beide Aktionen so? Nicht durchs Fenster. Boah, die Ratte schön durchs Fenster. Muss die, aber da sind ja keine Gläser mehr drin, oder? Ja, die ist, weil die so klein ist. Richtig, da sneakt die sich da so durch. Also muss sie gar keinen Test machen. Die kriegt, aber sie müsste auf jeden Fall Abzüge kriegen, weil sie ja da hochklettern muss. Ist ja eine Ratte, die ist ja das klein. Das ist richtig, aber sie muss nichts testen, weil das dann, dafür müsste sie ja am Fenster stehen, haben wir ja gesagt. Wenn die einen Test ablegen muss, muss richtig, sie erst... damit man das dann einhaut oder so, ja. Aber die klettert ja einfach so okay. Durch. So, dann würde ich nur sagen, also das Ding komische ist ja... Ratte, aber gut. Ja, Junge. Das Ding ist ein Zoll hoch, also ein Zoll hoch, auf der anderen Seite wieder ein Zoll runter und ein Zoll zum Durchbewegen. Wollte ich also 3 Zoll, um direkt da ins Fenster zu kommen. 7 habe ich. Dann gucke ich mal, okay, mit 3 Zoll komme ich ans Fenster. Das heißt, ich komme da rein und in dem Haus kann ich mich noch einen Zoll bewegen. Mega. Jetzt kommen wir in das nicht bebaute Innenhaus. Natürlich genau in dieses Scheißhaus hier geklettert. Naja. Wo ist er? Umgekippt. So dunkel da drin, keine Elektrizität. So, da stehe ich. Da bleibt die Ratte stehen. Ich weiß zwar nicht, ah, okay, vorne auch wieder aus dem Fenster klettern, weil wie soll die denn die Tür ist so klein, dass der Zombie die immer noch nicht sieht, sehr wahrscheinlich. Ja, sogar vom Modell her sieht er dich durch das Fenster tatsächlich. Mega. Ja, ja du okay. Bist weiter drin. Das war meine Ratte. Dann aktiviere ich hier Access. Der hat einen, das ist ein normaler Raider. Hat auch Mittelwert 5, also 6 durch Motivator auf 4 plus. 8 erfolgreich aktiviert, kann sich 2-mal bewegen. Hat Move 5. Dann gehe ich 2 Zoll bis hier. 3 Zoll bis da. So, und der wird da nicht vorbeipassen. Das heißt, den lasse ich da drüber klettern. 1 Zoll normal. 2, 3. 4, 5. Dann steht er hier an dem Fenster. Mhm. Dann aktiviere ich Philippa.
Axel Rose. Nein, Axis von Axt. Achso, Axis. Ja. Oh, Wortspiele hier wieder beim Bro. Geil. Knaller, oder? Oh, eine 10, cool. Aber halt nur normal aktiviert. Der Typ ist halt auch ein Raider, also selbe Bewegung. Den lasse ich auch da hinten rumlaufen. 3 Zoll, 4, 5 Zoll. Den kriege ich da nicht rüber. Dann gehe ich da hinten rum. Und mit der zweiten Bewegung bis nach da. Also läuft er hier so. Wo ich das Szenario jetzt hier sehe, ich hätte ja schon Bock, dass wir endlich mal unsere Looting-Liste fertig machen, ne? Ja, haben wir uns nämlich was Geiles überlegt. Dass man so einen Kofferraum looten kann. Einfach mal so eine Karre durchsuchen oder so einen Müllhaufen, wenn der da steht, ne? Aber jetzt eben nicht, Müllhaufen haben wir sogar schon mal gemacht, so szenariomäßig, dass man dann da was findet. Aber einfach jetzt, man macht da diesen Kofferraumdeckel auf und wer weiß, was da drin ist. Man würfelt auf eine Liste, wir haben, glaube ich, wie 40, wie 50 irgendwie, ja, sowas, ne? Dass man mit alles 2, Mögliche 20. einbauen kann. Genau. Irgendwie. Kann auch ein Zombie drin sein, ja, ne? Oder irgendwas. Kann auch Scheiße drin sein. Ja. Dann aktiviere ich tatsächlich erstmal meinen Leader. Nicht deinen dicken Bubba? Nee, weil wenn der nämlich da vorbeilaufen würde, dann müsste ich für dieses Radzeug da würfeln, das möchte ich nicht. Mit einer 1 nicht erfolgreich aktiviert, also nur eine Aktion. Ja, okay, ich bleib einfach stehen mit der. Du bleibst stehen. Das heißt, ich habe nur noch ihn. Okay. Aber ich bin nicht mehr dran. Aktivierungsmarker noch hier legen, bitte. Ja, sonst checkt das gleich wieder keiner, ne? Zur Ratte ins Haus lege ich jetzt mal einfach keinen. Doch, ich lege den hier, ja, ans Haus dran, dann sieht man, da ist noch einer. Okay. Dann übergebe ich jetzt an Debbie und dann muss ich mir erstmal nochmal Gedanken machen, wie ich jetzt hier fortfahre. So. Ordensschwester Renate hier mit diesem Plasma-Dinger hat natürlich auch den Motivator-Skill und möchte jetzt erstmal. Nee, ist ja Oberschwester Renate. Ach so. Aber Ordensschwester Bertha, hier die Geile. Die kriegt jetzt erstmal einen auf ihren Mittelwert. Mittelwert. Die hat einen Mittelwert von 6, also sie dadurch dann auf 7, sprich 3 plus und sie kann 2 Aktionen fahren. Hat sie. Was kann die Fette denn laufen hier? Auch nur 5. Die hat jetzt auch keine Schusswaffe, ne? Nee, aber für so einen Klops ist er gar nicht so scheiße eigentlich. Ja, die ist halt schnell. Ja, so. Ne? So voll ätzend. Klar. So eine ätzende Fette. Die brabbelt dann auch die ganze Zeit immer irgendwas. Ja, aber immer so heiliges Psalmsprüche. Sicher. Irgendwas. Ja. Bro, wie war das denn nochmal geregelt in Sichtweite? Ab wann ist egal? Die sehen einen? Nee, das haben wir doch gemacht. Doch, wir hatten gesagt, wenn die innerhalb von 12 Zoll und 12, in Sichtweite, genau, sehen, dann sehen die einen. Ansonsten, ja, ist man zu weit weg, dann checken die nicht. Okay, ja, weil Zombie und so. So. Ist bis hierhin alles klar. Dann kommen wir jetzt hier. Das ist die heilige Rosalinde. Rosalinde läuft. Auch doppelt. Doppelte, also sie hätte sowieso nur. Moment, Rosalinde hätte ein Metal-Wert von 5 gehabt, also 6, also 4 plus hat sie locker geschafft. Wir machen das jetzt erst nochmal am Anfang, so damit ihr das auch nochmal checkt. 5 Zoll. Jetzt könnte die. Ich weiß es noch nicht. Oh, das ist ja der Leser, bringt da nichts. Das ist der andere. Hier runter. Schießt wahrscheinlich voll schlecht, weil bei den Rank and Files hatten wir ja schon häufig festgestellt, wenn die. Ja, das wird gehen. Wenn die sich bewegt haben, sich nicht konzentrieren oder so, dann schießen immer voll scheiße alle. Ja. Aber du musst andersrum auch. Ah, ne, ein Zombie hatte nur eine Aktivierung immer. Das heißt, der kann eh nichts machen. Also, der wird sich einmal auf dich zubewegen, aber der wird noch nicht angreifen können oder so. Ich muss nur mal gucken, ob das hier auch in 12 Zoll ist. Ist es sogar. Wie war das jetzt? Habe ich einmal bewegt, könnte ich jetzt trotzdem bursten, das heißt 2 Schuss? Nee, machen. Bursten ist so, wenn du alle AP, die du hast, ins Schießen steckst, dann kriegst du einen AP zusätzlich. Genau, also hätte ich nur eine Aktivierung, könnte ich 2-mal schießen. Richtig, und jetzt kannst du halt nur einmal noch schießen. Ich versuch's trotzdem. Was für eine Waffe hat die? Die hat eine Maschinenpistole. Deswegen die 12 Zoll, okay.
Ja, das heißt, was für einen Wert hat die? Range? Stärke 6. Nee, erstmal Range. 12, deswegen schafft die das. Nein, Range Skill. Range Skill nur 4. 4, das heißt, die bräuchte eigentlich schon eine 6 plus zum Treffen. Jetzt hat sie sich aber noch bewegt. Genau. Das heißt, sie braucht eine 7 plus zum Treffen. Ja. Keine Deckung oder sowas, weil da ein bisschen Gerümpel ist ja keine Deckung, wie ich der Typ steht da drauf. Also 7 plus, um zu treffen. Probieren wir es mal. Da vorne auf der Straße? Hä? Ja. Nein. Nee. Aber ist auch nichts passiert, also die Waffe ist nicht gejammt, ist halt einfach, ja, hat nicht getroffen. Genau. War erfolgreich aktiviert, das heißt, du bist weiter dran, kannst also direkt mit dem nächsten versuchen. Ne? Ja. Schrotflinten hat bei dir keine, oder? Leider nicht, muss ich mir noch bauen. So, dann kommt jetzt hier die Rifle-Tante. So, die Rifle-Tante. Die kriegt ja dann auch ein auf diesen Motivator Metal, also das heißt 4 plus. Erfolgreich aktiviert, 2 Aktionen. So, die hat natürlich auch so einen richtig beschissenen Wert. Ja, steht noch ein Stück so dahinter, weil wie wir ja wissen, kann man durch Figuren nicht durchschießen. Weil der läuft auch weiter. Ach so, anstatt zu schießen, weil das ist eh kacke. Ja. Ja. Okay. So, und dann jetzt hier nochmal, das war übrigens die, muss jetzt den Namen noch gar nicht drauf, mit dem Rifle. So gut kennt er seine Warband. Wäre ja auch schnell alles heute. Ach, das war die Heilige Maria. Ach, die Heilige Maria, ja dann. So, jetzt wer wird aktiviert? Heilige Anna. Ja, motiviert, also auch noch durch die Motivator-Skill natürlich beeinflusst. Plus, also. Ja, ganz locker. Zack. Machen wir mal hier hin. Keiner so mutig wie Bertha, Junge. Nee, Bertha ist die geilste. So, und jetzt noch mein Leader. Der Leader hat Metal 7, also auf die 3 plus. Aber ist eh egal. Ja, einmal bewegen. Hat die Kannibalen. Nee, die kann auch nur 5. Okay. Ich habe mein Leben ein bisschen beiseite gelegt. Komm ich da noch so hin. Okay, bei mir sind alle aktiviert. Ja, mehr mache ich nicht, kann ich auch nicht. Dann fehlt mein Oliver als letzter. Mal gucken, ob er sich einmal oder zweimal bewegen darf. Mit einer 7 darf er sich zweimal bewegen. Macht er auch. Was kann der denn laufen? Nehme er mal eben die Kamera. Ich befürchte, der kann, auch wenn er so ein Riesentyp ist. Auch nur 5 oder was? Oh nee, Move 6 hat er sogar. Hui. Also einmal nach vorne, zack. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht zu nah rangehe, weil der Zombie hat ja, glaube ich, eine 6er Charge. Nicht mehr hier. Echt, hat ein 6er Charge? Ich glaube, der hat einen Move 6. Oder, also selbst wenn er Move 6 hat, kommt er an. Komisch eigentlich, weil normale Menschen nur 5 und so ein Zombie, wir kennen das alle von Walking Dead, also... Ist ja eigentlich langsam, ne? Musst du gleich nochmal in dein Buch gucken. Ja. Also wahrscheinlich hat er eher weniger. Aber er kommt an mich noch nicht dran. Ich stehe jetzt auch schön weit vorne. Alle sind aktiviert. Das heißt, jetzt werden die Typen hier aktiviert. Genau. Okay, da muss ich sogar schon mal nachgucken. Oh, war da nicht sogar die große Spinne gerade? Nur mal eben zwischen... Nein, ein weiter. Horse Spider. Nee. Das ist zwar auch schon eine große Spinne, also eine mutierte Spinne, aber nur eine Wunde. Das ist dann quasi die hier, oder? Oder ist das die... Die oder die? Wahrscheinlich sogar die Kleine, müssen wir gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall wird unser Endboss wahrscheinlich das Profil des Landsnappers kriegen, von so einer riesen Megaschildkröte, nur dass wir halt eine Spinne stattdessen haben. Weil guck mal hier, Defense 12, oh, Wunden 4, Defense 12, Alter, selbst mit so einer Plasmapistole kriegt er immer plus 4 auf seinen Wert, wenn man da guckt, ob man die Rüstung durchschlägt. Ja, es gibt ja verschiedene, müssen wir gleich mal gucken. Ja, der Kleine, der hat 2 Wunden, Defense 8. Aber wir gucken mal eben nach den Radzombies. Oh, einmal die Mudcrab, die haben wir nämlich auch da stehen. Okay, die dürfte sich sogar zweimal bewegen, weil bei den Radzombies steht nämlich dabei, der bekommt immer ein AP anstatt 2 zum Aktivieren. Das heißt, der Radzombie nur Movement 5. Der bewegt sich automatisch auf den nächsten zu, den er sieht. Das bin ich. Ist doch nur ein Radzombie, ist das ja nicht. Ist ja nur ein Zombie, ne? Ja, das Problem ist. Oder ist der Grüne, der Irradiator ist der. Also okay. Ja.
Also der läuft hier über das Rubble, kommt jetzt was, Moment, Move 5 nur, ne? Ja, ja, und da jetzt durch das Gelände läuft, halbe Bewegung. Also, ja. Okay. Steht ja da, so, aber die Mud Crab, da können wir jetzt gucken, ob die erfolgreich aktiviert mein oder Gott, nicht. Ist das alles, hier ist die Mud Crab, Junge. Ja. Die Mud Crab hat nämlich ein Metal von 5, aktiviert also auch 5+. Nee, hat nur eine Aktion. Eine Aktion. Und die sieht, glaube ich, nicht. Nee, guck mal, da ist die Ecke im Weg. Muss auf das Auge gehen. Okay, vom Auge. Doch, nee, der sieht die Hand. Ja, aber es geht hier durch die, über, ja, aber über die Ecke. Achso, okay. Ja, hast du recht. Ja. Das heißt, die bewegt sich zufällig, ne? Ja. Abweichungswürfel. Gesagt, genau, mit dem Abweichungswürfel. Oder wir machen es mit dem W10 und dann wie viel? Spitze, ja. Wie viel? 5? Ja, okay. Also gucken wir einfach mal, wo die hinläuft. Die sieht noch nichts. Die läuft zurück. Ein. Geil. Steht sie da. Aber sie guckt trotzdem nach vorne, weil wer weiß. Ja, sie hat was gehört. Oder Erdschwingen und Ohren hat sie ja nicht. Ja. Sehr wahrscheinlich, weil der Dicke hier immer so, ne? Ja. Okay, das heißt, jetzt wäre die Runde zu Ende, alle Aktivierungsmarker weg und dann fängt ja die neue Runde an. Und da wir bisher immer nur noch alle auf einer Platte haben, würfeln wir wieder hier. Das ist gleich taktisch ganz schön wichtig. Wann geht einer nämlich... Auf die zweite Platte, damit von nicht da und... Ne, so von wegen, also man kann sich das dann so vorstellen, ja, warum gehen die denn nicht weiter? Im echten Leben würden die auch weitergehen. Nein, weil die würden dann ja theoretisch, wenn einer vorstoßen würde, jetzt sage ich mal, bis hier, ne? Würde man ja im echten Leben auch sagen, so, ey, du Benner, warte mal, hier zusammenbleiben, Trupp immer hier, ne? Zusammenbleiben. Ja. Ist ja immer ein großes, ne? Im Westend sowieso. Auch in den Actionfilmen immer so, zusammenbleiben. Erstregel, keine Alleingänge. Zusammenbleiben. Immer fürs Team. Immer Team. Ja. So, und deshalb, ne? Und man guckt ja auch schon so in die Ferne und das sieht ja auch alles immer beschissen aus, deswegen. Ah, ich liebe dieses Spiel, man kann sich das alles so schön reden. Genau, so drehen, wie man es braucht. Aber nicht, jetzt das ist immer Kacke, zum eigenen sondern Vorteil, sondern man könnte natürlich auch, wenn wir voll assi drauf sind, vorrennen. Aber dann würfelst du ja für diese Platte und für diese Platte, Junge, und das ist ganz schön ätzend. Vor allem, wir haben ja jetzt schon zwei Viecher hier stehen, wir haben ja noch nichts weggemacht. Das heißt, jetzt sind schon mal zwei, jetzt spawnen noch zwei, jetzt haben wir gleich schon vier Gegner hier stehen. Und man musste auch überlegen, taktisch deswegen unklug, weil, stellt mal vor, hier ist die Platte zu Ende, ne? So, von dieser Platte, der vorderste wäre hier und von dieser Platte hier wäre der vorderste jetzt, sag ich mal, schon hier. So, dann würfelt man für diese Platte zwei Viecher. So, die würden nämlich von der Platte der vorderste 12 Zoll spawnen. Wenn der zu weit hier vorne drin ist, bei 12 Zoll wäre das schon auf der Linie, wo der Typ nämlich hier vorne ist. Und das wäre ganz schön scheiße. Dann würden die nämlich sich direkt aus dem Boden graben oder so. Da müssen wir gleich echt aufpassen. Ja. Machen wir aber auch. Jetzt für den Moment auf jeden Fall nur noch mal für die Platte. Ja. 2W10 hierfür. Die 1 und 5 ist ein Zombie. Und 2, 3, 4, 5 und noch eine Mud Crab. Dann schmeißt er noch mal ein W20. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. 12 Zoll von der Bertha entfernt. Ne? Ja. Das ist ja jetzt natürlich nicht mehr diese Linie, sondern das ist die Linie, wo die zwei Barrikaden hier sind. Ja. Also auf dieser Höhe. Soll ich mal einen W20 würfeln? Erstmal für den, was der erste in Zoll. 11 Zoll. Oh, mitten auf der Straße. Wie haben wir den denn übersehen? Ja, man weiß es nicht. Ja, ist ja auch Smoke und so, also Sichtfeld, ne? Und nochmal ein W20 für die zweite Mud Crab? 16. Im Haus? Auf dem Haus? Im Haus? Nee, das ist im Haus. Ja. Ja, ist im Haus wohl so eine Krabbe. Mega. Aber wie machen wir das denn? Ja, gut, lassen wir einfach da drin. Bewegung oder vielleicht frisst oh ja, zufällige Bewegung. So. Weil raus haben wir ja gesagt, müssen wir keine Aktion haben. Nur rein in so ein Haus. Oh fuck, die könnte da echt rauskommen. Durch ein Fenster einfach krabbeln, irgendwie mit ihren Schneidwerkzeugen bricht die da einfach mal so. Geil. Ja, cool. Also das ist gespawnt, die Marker nehmen wir alle weg und dann zocken wir die jetzt aber nicht mehr ausführlich, oder? Genau, das war jetzt nur mal eine ausführliche und dann gleich wie bei Sweet Bread Web zeigen wir euch dann, was passiert ist. Ja, wir kommen zurück. Also Runde 2 sage ich jetzt trotzdem, obwohl wir jetzt hier nicht auf Runden spielen. Haben wir gesagt, dass das Ende offen ist. Was ist passiert?
Also, unsere Warbands sind nach vorne. Ich mache jetzt einfach mal nicht so der Reihe nach, sondern einfach nur, was passiert ist. Die haben sich hier alle so ein bisschen verteilt. Dellys Ratte war ja hier in diesem Haus, ist raus zu diesem Trock. Nee, ist ja gar kein Trock. Dein, wie hieß der nochmal? Nee, Bobby Will ist in Ruth, Oliver. Oliver hat aber vorher, bevor die Ratte zu ist, ist sie zu dem Zombie hin, hat den so weit von weggeklatscht. Also er ist hingerannt, hat ihm eine geknallt. Der Zombie ist in sich zusammengesackt, liegt da jetzt nur noch lebenslos und ist dann weitergelaufen. Ganz cool. Die Ratte hinterher. Der Axis. Axis, genau. Ist einfach da. Ist einfach nur gelaufen. Bis hier vorne. Spannendes passiert ist noch. Hier meine heilige Anna hat 5 Zoll sich bewegt und dann mit einem Rifle-Schuss beziehungsweise aus der Pistole, hier aus der Maschinenpistole, mein Gott, mir fehlen heute die Worte, den Zombie weggeballert. Der liegt jetzt da tot. Meine heilige Renate, Ordensschwester, ist 5 Zoll gelaufen, hat da mit der Plasmapistole geschossen, angelegt und die Mudcrab pulverisiert. Die anderen haben sich alle noch so ein bisschen bewegt. Bertha ist auch hier vorne. Hier drin ist noch eine Mudcrab. Diese Mudcrab sah keinen, auch nicht durch ein Fenster oder sowas, weil immer irgendwie was dazwischen, hat sich zufällig bewegt und hat diese Richtung gewählt, weil dort aber nichts ist, bounced sie quasi in diesem Haus jetzt so rum, also die wuselt da irgendwie rum, sucht noch was zu fressen, keine Ahnung. Ja, so ist der Weg jetzt erstmal. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal live mit den Zombies und was auch immer. Also bewegt, aktiviert haben wir die ja alle, ne? Genau. Wieder, weil wir befinden uns immer noch bisher geschlossen auf der ersten Platte. Hier läuft die Grenze und die vordersten sind die, aber ne, alles noch erste Platte. Also 2W10. Wenn wir eine Lücke erwischen, also wo ein Toter ist oder wo die Figur schon auf dem Spielfeld steht, dann kommt da halt keiner. Ne? Soll ich mal? Ja, klar. 2 Stück, die 7 und die 10. Also nur die Mama. Ja, 10 ist nicht, die Mutti kommt. 12 Zoll, Bertha ist immer noch führend. Ja. Das heißt, das ist die Höhe von diesem Fass hier. Ja. Und dann schmeiß mal den W20, mal gucken. 2 Zoll. Oh, das ist hier. Das ist von dem Fass. Das ist dann hier in diesem Scrap-Teil. Teil. Oh, das ist dann auch recht easy. Ja, das ist alles ziemlich cool im Moment für uns. Aber wir sind ja noch auf erster Platte. Das wird ja gleich alles nochmal ein bisschen anders. Ja. Ja, tote Zombies lassen wir liegen, weil die sind tot. Ja, die gehen nirgendwo mehr hin, Junge. Und das heißt, wir spielen jetzt weiter und dann werden wir euch gleich wieder berichten, wie es denn hier so weitergeht. Ob wir diese Tankstelle noch erreichen werden heute. Würfel, Junge. Ja. So, diese Runde ist auch vorbei. Oh, hat der Dilly hier noch einen Cola-Automat hingestellt. Cool. Also Leute, was ist passiert? Gerade ist ja dann nochmal in der vorigen Runde die Mutter hier, also Mutter-Zombie gespawnt. Die wurde weggeballert. Und zwar bin ich einmal mit der heiligen Anna mit der Maschinenpistole nach vorne gelaufen. Die hatte 2 Aktionen. Mit der 2. Aktion nach dem Laufen hat sie drauf geschossen. Und dann hat danach die, keine Ahnung, diese Namen, auf jeden Fall sie mit dem Rifle, das ist hier die Maria, hat dann auch nochmal, weil sie noch eine Aktion hatte, da drauf geschossen. Abgehandelt, aber es hat eigentlich dann schon die Maschinenpistole gereicht und der Zombie ist weg. Die anderen haben eigentlich nicht viel gemacht, die sind alle ein bisschen gelaufen. Und zwar, ach, hier war noch eine lustige Nummer, hier in dem Haus, wie ihr wisst, ist ja eine Mudcrab.
Und weil die Bertha, die ja vorher hier stand, das gehört hat, dass da irgendwas drin rumwuselt, hat die kleine fette Sau sich mal schön in den Matsch geschmissen und ist hier rübergerobbt. Deswegen liegt die. Die liegt auch immer noch, weil die keinen Bock hatte, an dem Fenster vorbeizukommen. Weil an dem Fenster direkt lang zu gehen, dann hätte die Mattweb das gesehen, dann wäre schlecht gewesen. Dann wäre die nämlich da raus und hätte dann sehr wahrscheinlich sofort angegriffen. Deswegen liegt die immer noch hier an der Mülltonne und die kleine Dicke und will jetzt weiter. Wie ihr sehen könnt, sind wir so ein bisschen feige noch, weil wir ja nicht wissen, wir können das nicht einschätzen, wie es gleich abgeht. Aber ich denke, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir irgendwie diese Platte, diese Grenze überschreiten müssen, werden es aber dann nicht schaffen, mit allen rüberzukommen. Es sei denn, hier ist doppelte AP am Start und dann kommen wir hier irgendwie noch drüber. Das wäre geil. Ansonsten gibt es hier richtig Kasala gleich. So. Und das werden wir jetzt machen. Hier, der kranke Deli, der liegt da schon wieder in der Ecke. Ach, kann nichts. Ja, Frisur auch heute ein bisschen schräg. Irgendwie. Ist ja auch Neujahr. Ja, ja, ist ja immer irgendwas, ne? Was ein kleiner. Ja, aber netter. Yo! Also, diese Runde ging es wirklich schon mal ab. Also, sehr cool. Wie ihr euch daran erinnern konntet, war diese Mud Trap ursprünglich mal in diesem Haus. Obwohl sich Bertha schön nach hinten geschmissen hat, wird diese Mud Trap, wenn sie ja keinen sieht, trotzdem mit diesem random Würfel, wie nennt man das? Ja, zufällig bewegt. Und der war natürlich mit einer Aktion, sie hätte eigentlich zwei gehabt, mit einer Aktion müsst ihr euch vorstellen, genau auf diese Tür. So, also dass sie da. Genau. Ist dann auch mit ihrem 5 oder 6 Zoll, was sie hat, auf dieses scheiß Autodach gekommen. Da war sie drauf. Und dann, Leute, wir haben quasi mit zwei Warbands, bis vielleicht auf den und den, ja doch, sonst mit allen, versucht, diese scheiß Mudtrap wegzumachen. Also, ich habe geschossen mit der Plasma-Pistole, nichts funktioniert. Mit der fetten Rifle, nichts funktioniert. Der Deli mit der fetten Rifle, Stärke 7, nichts funktioniert. Gebürstet. Voll da nicht. Alle Panik, Scheiße, eine Krabbe. Drei Schuss, nichts passiert. Obwohl zweimal nicht getroffen, aber auch nichts passiert. Dann der fette Typ von hier vorne rübergerannt, auf die Motorhaube, reingecharged, reingeknallt, nichts passiert. Die Ratte von da hinten, hier rein, überall reingebissen, nichts passiert. Da waren alle Männchen eigentlich weg, nur noch Bertha war am Start. Bertha aufgesprungen, das kleine fette Viech, meckernd wie sie ist, so, ja, muss ich ja wieder einen alleine machen. Hier anderen Auto und schön mit der Axt immer oben hier in diese Klauen, in diese Beinchen von dem rein. Und hat es dann wirklich auch nicht mit dem ersten Schlag geschafft. Sie hatte zwei Aktionen, mit dem zweiten Schlag hat sie es endlich geschafft, diese Mudtrap wegzuballern. Ja, also, da kann man mal sehen, so eine kleine Kack-Mudtrap habt ihr irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Figuren gebunden. Ja. Das hätte jetzt, wenn wir die nicht weggekriegt hätten, schon vielleicht die ersten Toten für uns bedeutet. Richtig. Durch so ein Kack-Anfangsmonster hier. Und weil wir dachten, das wird alles easy, machen wir jetzt mal hier, weil wir es nicht geschafft haben. Jetzt sind wir echt noch auf der ersten Platte und hier die zwei sind, wie man hier sehen kann, zweite Platte. Auf der zweiten Platte. Das machen wir jetzt auch mal live. Achso, ja, noch hier der Zombie. Völlig den Zombie übersehen, ich bin einfach hingelaufen, genau. Aber zum Glück ist er nach seiner Bewegung erst hier. Also hat ihn natürlich gesehen, wollte chargen, aber weiter als bis hier ist er nicht gekommen. Ja, Dr. Zombie, dann machen Sie doch mal für die erste Platte. Was haben wir denn noch? Erste, wir haben noch was für die 2, 3, 4 und die 5, 6 und die 7. Nicht zwei. Oh doch, die Mudtrap, scheiße. Und die neun hatten wir, haben wir nicht mehr. Ja. Also die Mudtrap, wollen wir die erstmal stellen? Ja, genau, die Mudtrap wird gestellt. So, und jetzt ist also von dem vordersten, aber von Platte 1. Richtig. Das heißt, der vorderste von Platte 1 ist einer von den beiden hier, er wahrscheinlich. Ja, ist das hier, ja. 12 Zoll, das ist knapp vor diesem Ding. Also hier läuft die Linie ungefähr lang. Ja. W20, 12 Zoll. Das ist bestimmt hier bei der Leiche direkt. Ja, also da, da hat sich schön da rausgebuddelt. Das ist meiner, den fresse ich nur alleine. Tja, und jetzt müssen wir zweimal hier auf der
Platte 2. Platte 2 würfeln. Willst du das mal machen? Kann auch einen würfeln. Du würfelst einen, ich würfel. Also ich habe die 4. Ich habe die 6. 4 ist ein normaler Zombie. Das ist schon mal gut. Aber 6 ist ein Skorpion. Also der Zombie ist genauso wie die hier hinten. Schade, nicht genau den. Ich guck mal eben nach so einem Skorpion. Skorpion hatten wir schon mal irgendwo. Ja. Das war auch echt scheiße. Skorpione waren irgendwie kacke. Ich habe ein paar Impressionen. Und die Ventilatoren unserer Heizung sprühen hier vor Sound. Ich entschuldige für diese miese Soundqualität. Ja. Bei den Mutanten-Skorpionen gibt es nämlich einen größeren und einen kleineren. Das ist natürlich erstmal noch der kleinere. Und der kleinere hat aber auch schon Defense 7, Melee 5, Natural Weapons. Warum Defense 7 in Klammern? Weil er einen Armor-Bonus von plus 1 kriegt, Special Abilities. Und dieses mit in Klammern, das ist bei den Robotern auch immer so. Man darf dem keine weitere Rüstung kaufen. Also ist jetzt beim Skorpion scheißegal, aber beim Roboter zum Beispiel. Die kriegen so einen Armor-Bonus durch ihre Roboterrüstung oder so, aber man darf nicht noch hingehen und denen noch eine Riot-Armor kaufen. Mm. Okay, so, und das Ding hat halt einen Scorpion-Tail, einen Skorpionschwanz. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was der Scorpion-Tail macht. Das steht wahrscheinlich bei den Mutationen. Also wir lesen, was der Skorpionschwanz macht, wahrscheinlich Gift oder so. Aber auf jeden Fall ist das schon mal ein ganz cooles Viech. Vor allem hat der Movement 6. Ja, und wo kommt denn der Skorpion hin? Und der Zombie auch. Wir müssen die jetzt erstmal spawnen. 12 Zoll von Axis entfernt. Das ist hier diese Linie, also direkt hinter den Strommasten. Ja. W20 für einen Zombie. 2 Zoll, okay, der steht also hier so. Aber jetzt kommt der Spannende, der Skorpion. 8 Zoll. Stimmt hier irgendwo. Ja. Movement 6. Okay, das ist immer noch relativ weit weg, aber diese normalen Viecher, Zombies haben ja die Sonderregel immer nur eine Aktivierung, aber diese ganzen anderen Dinger nicht. Also wenn der Skorpion da zweimal aktiviert, zweimal eine 6er Bewegung, ist relativ viel. So. Okay, das hieße sogar, weil 12 Zoll nur entfernt, einmal laufen und dann könnte er schon chargen. Richtig. Ja, steht ja genau auf 12 Zoll, ist ja diese Linie. Das heißt, okay, ist noch ein bisschen Gelände im Weg, aber man muss jetzt hier schon überlegen. Also wenn ich zum Beispiel gleich den Zombie charge und dann da stehe und er kriegt 2 Aktivierungen, dann kriegt er mich schon. Dann kriegt er mich auf jeden Fall. Hätte er auch, wenn er 2 hätte, aber er hat ja eben. Zombies sind ja schön doof. Gut, dann müssen wir nur würfeln, wer bei uns anfängt, dann geht er los. 10. Ja, ich habe eine 1. Ja. Dann fangen wir mal an. Ja, eine weitere Runde ist vorbei und da ist jetzt eine Menge passiert. Von hinten die Leute sind aufgerückt. Da waren einige bei, die nur eine Aktivierung hatten. Wir hatten nämlich das Problem, dass hier diese Mudcrab ja gerade noch gelebt hat. Die hat eben der Pfeife übersehen und da wollte ich dann hier hinten einen Trickshot machen. Mit meinem Chef ein Stück darüber gehen und durch diese beiden Nonnen schießen. Ja, eine Aktivierung nur. Völlig verkackt, nichts geschafft. Hier vorne, diese Nonne hat es dann aber geschafft, heldenmutig. Durchs Auto, es sind ja keine Glasscheiben mehr drin, weil alles schon weggelootet. Durchs Auto auf diese Krabbe zu schießen, zu bursten, hat sie dann auch tatsächlich gekillt. Krabbe tot. Meine Brute hat es geschafft, von dem Auto da runter zu klettern und hier rein zu chargen in den Zombie. War auch notwendig, denn der Axis hat gedacht, Junge, den hau ich selber um. Nicht erfolgreich aktiviert, trotzdem reingecharged. Ja, hat er natürlich nicht geschafft. Die Brute hat ihn dann umgehauen, Glück gehabt. Ratte ist ein bisschen aufgerückt, steht da in der Mitte. Alles andere auch noch ein Stück weit aufgerückt und ja, so stehen wir jetzt alle ungefähr so hier auf dieser Linie und halt weiter hinten. Und was die Gegner angeht, dieser Zombie hat ja gesehen, dass da Action ist, ist ein Stück nach vorne gelaufen, steht da. Der Skorpion hat hinter diesem Stapel noch niemanden gesehen, hat zwar wahrscheinlich was gehört, aber das Skorpion interessiert den auch nicht. Zufällig bewegt, hatte nur eine Aktivierung, haben wir ausgewürfelt, ist nach hinten gelaufen, steht jetzt dort. Das heißt, im Moment sind auf dem Spielfeld 2 Gegner, nämlich hier vorne der Zombie und da hinten der Ratskorpion. Und wir haben immer noch
Figuren sowohl auf der ersten Platte, nämlich hier diese eine Nonne, zwei Nonnen und meine Chefin. Du musst mit deiner Chefin mal langsam nach vorne, Alter. Ja, immer nicht erfolgreich aktiviert. Wobei ich glaube, selbst mit einer Aktivierung komme ich, wenn ich nur nach vorne laufe, über die Kante diesmal. Meine Nonne hier ist auch gejammt. Jo, das auch noch. Aber trotzdem, das Ding abgeknallt. Ja, das ist geil. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einmal würfeln hier für die erste. Ja, soll ich mal? Da ist noch ein Marker hin, genau. 2W10, wir haben nur noch die 3, 4. Die 6 und die 3. 3 haben wir noch. Okay. Der das andere war leer. Boah, krass, wir haben es geschafft, alles irgendwie aufzuschrecken, außer den beiden Verstrahlten. Oh, das ist auch gut. Die Radiator-Zombies da. Also einmal ein Zombie vom vordersten der ersten Platte entfernt, 12 Zoll. Und jetzt zweimal auf dieser Liste hier. Das war schon eine Lücke, ne? Das ist eine 2, ist so eine Ratte. Liegt aber nicht. Und eine 1. Oh, eine Spinne. Spinne. Spinne und Ratte. Ja. Spinnen mag ich ja gar nicht. Dann spawnen wir erstmal hier diesen komischen Zombie. Vorderste erste Platte ist das hier, ja, ne? Davon 12 Zoll. Das wäre hier 10. Ne, das ist mit dem W20. So, wo ist der? Da direkt an dem. So, ja. 20 Zoll. Das heißt, das wird dann hier hinten so sein, ne? 4 Zoll vor Ende. Ja. Da. Da steht da ein Zombie. Oh, und mir fällt gerade auf, wir haben für dieses Radiat-Dings nicht gewürfelt. Oh, fuck you, das machen wir jetzt auch noch. Also Scheiße. Innerhalb von 6 Zoll, das heißt einmal ein W3. Oh. Das könnte jetzt richtig übel sein. W3, das ist ein W4. W4. W3 müssen wir W6 nehmen. W6 und dann, ja. Okay, 2, also Rad 2. Und jetzt wie viel Zoll weit? Weil. 6 hat es oder? W6, ja. W6 Zoll, 6 Zoll. Das heißt, Bertha und die Nonne kriegen jetzt gleich jeweils 2 Survival-Tests. Vielleicht sogar auch noch meine Ratte. Muss man gleich mal gucken. Der Sieger. Oh Junge, alle verstrahlt gleich. Und wir haben uns so gefreut, dass wir diese Mudcrab noch weggekriegt haben und den Zombie im Nahkampf dachten: Ah, jetzt ist ja wieder alles safe. Also was machen wir? Ja, im Prinzip können wir jetzt gleich, also eigentlich die Survival-Tests, wenn die ja anfangen, wenn die dran sind, sollen wir das des Spaßes halber mal direkt machen? Ja, klar. Okay, dann fang doch mal mit der Nonne an. Zweimal ein Survival-Test gegen deinen Metal-Wert. Dein Metal-Wert ist 5 wahrscheinlich. Also 5 oder besser würfeln, dann passiert dir nichts. Was ist das, eine normale? Ja. Metal 5. Nichts passiert und nochmal, weil es ja Rad 2. Achso, ja. Nein! Minus 1 auf Defense. Minus 1 auf Defense. Defense 6, also auf 5. Nee, einfach wird einfach ein Defense abgezogen. Ab jetzt hat sie halt noch Defense 5. Echt so? Ja. Deswegen sollte ja man verstrahlt immer weiter. Oh Junge, das ist aber scheiße. Oh, 5. Dann zweimal für deine Bertha. Die hat wahrscheinlich einen besseren Wert. Wahrscheinlich eine 6, ne? Bertha. Metal. Metal 6, ja, habe ich. Geil, also einmal geschafft. Nochmal geschafft. Nochmal geschafft, dann passiert ihr nichts. Ratte? Ja, würfel einfach mal direkt dafür. Hat 4. Nur Metal 5, also kriegt einen Defense minus. Und dann nochmal. Einmal geschafft. Also einen Defense weniger hat die Ratte. Okay. Ja gut, ansonsten noch Glück gehabt, dann würfeln wir noch kurz... Oh ja, der ist locker in 6 Zoll. Dann macht man einen Survival-Test für den. Der hat ein Metal von 5, glaube ich, nur. 5 oder 4, also 5 plus Minimum. 8, dem passiert natürlich nichts. Den interessiert das nicht. So? Ja gut, dann gucken wir jetzt gleich mal, wer von uns anfängt und wie wir hier... Wir müssen die noch stellen hier, Junge. Haben wir noch nicht? Nee, hier die. Ach so, haben nur den Zombie gestellt, ne? 12 von ihm wieder. Er ist wieder natürlich der vorderste. Das der Zaun? Da, ja. Was zuerst? Die Spinne? Ja, die Spinne. 2 Zoll, also da vorne an dem Wasserturm irgendwo. Kommt da so rübergekrabbelt. Oh, das ist ja geil. Und der Dingens? 19. Die Ratte. Mieder. Hier.
Okay. Da ist die kleine Ratte. Was sorgst du da eigentlich die ganze Zeit für? Ja, ein Teechen. Ja, ich nehme dir davon jetzt was. Ach so, kein Likör, aber Tee trinken. Ja, dann machen wir hier zusammen auf FOMO. Ah, geil. Du meinst mal zusammen auf vernünftig und... Ja, Herr Lehrer. Wolltest du eigentlich, dass ich hier mal... Ja, Runde, keine Ahnung, 5, 6, irgendwie sowas. Was passiert? Ich war zwischenzeitlich mal schiffen, deswegen habe ich jetzt nicht alles mitbekommen. Fakt ist auf jeden Fall, da hinten der Zombie, der ist gestorben. Durch meine oberen, wieder den Namen vergessen. Boah, Jungs, ich und den Namen, das ist so ätzend. Ich will euch den Namen aber sagen, deswegen gucke ich nochmal. Renate. Oberschwester Renate mit der Plastikpistole. Oberschwester. Ist hier obergerannt. Halt doch mal die Fresse. Ist hier rübergerannt, hier oben drauf. Und hat diesen Zombie dann schön mit der Plasma-Pistole weggemischt. Meine andere Tante hier, die hat, Name, Rosalinde. Rosalinde hat gejammt und hat jetzt die Token wieder entjammt mit zwei Aktionen. Mit dem Rifle, die Tante ist hier rüber, hat nichts gemacht. Hier, die Gnädige, die hat sich von hier nach da verpisst, um aus diesen 6 Zoll zu kommen, wegen diesem radioaktiven Shit, der hier ist. Meine Bertha, die Geile, die hat sich hier durchgeschlagen, durchgemorpht und hat gecharged, aber leider nichts getroffen. Der Zombie steht immer noch. Das gleiche gilt für die Ratte und für Axis. Die haben auch da drauf geballert, aber der Zombie steht immer noch. Rückrunde hat der Zombie versucht, jemanden zu treffen, haben wir ausgewürfelt, ist die Ratte geworden, hat aber nichts geschafft. Genauso auch hier, der Ratskorpion hat reingecharged, aber nichts geschafft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir in dieser Runde jetzt hier die Mudcrab noch weggeballert haben. Nee, das war die Runde davor, also die war ja sowieso schon tot. Deshalb, so sieht's aus. Wir haben es jetzt aber geschafft, dass alle auf dieser Platte 1 entweder, mein Gott nochmal, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ist der dann? Ja, so Mozzi-mäßig heute, ich weiß es nicht. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Nochmal. Also, wir haben keine unserer Spielfigur mehr auf Platte Nummer 1. Somit chargen hier keine Gegner mehr. Aber der Dilly wird jetzt mal für die Platte 2. Das ist Mozzi-Style. Immer mit irgendwas werfen. Ja. So, würfeln Sie doch mal. Werfeln Sie doch mal, bitte. 2W10. 2W10, was kommt denn? Plätze 1, 2, 4, 6 und 10 sind schon weg. 2 und 2, einmal rerollen, weil doppelt und so, ne? Die 9, das ist nochmal so ein kleiner Skorpion. Oh, geil. So, wer ist denn der Vorderste hier? Der Vorderste, die Bertha, würde ich sagen, ja. Das wäre hier die Linie. Ja. Wir sind bald an der unserer 6 Zoll. Das ist geil. Wir sind bald an der Tankstelle, Junge. Wir haben die Spinne vergessen zu bewegen. Oh, das machen wir jetzt auch. Oh, ja, die kannst du da reinchargen. Genau, wenn ich 2 Aktivierungen hätte, hätte die nämlich gecharged. Ja, ich diese scheiß Spinne vergessen. Hat aber keine 2 Aktivierungen, hat nur eine. Aber ist sie nicht so schnell? Ja, aber das sind 8 Zoll. Ja, ist sie nicht schnell? Dilly? Ja, aber nicht so Dilly? Schnell. Ist sie nicht so schnell? Nicht so schnell. Dein Tee ist übrigens sehr lecker. Cool. Wo ist denn eine Spinne? Das ist auch so typisch lehrermäßig, finde ich. Ist man krank? Ja, dann trinkt man Tee. Wer hat das überhaupt mal 6. irgendwann beschlossen, dass das dann gut ist? Warum trinkt man dann Tee? Das ist so behindert. Nee, das ist gut. Ja, klar ist das gut. Das Weil sagt ja das jeder, dass das ist gut für den Hals, ja. Wärme, ja. Auch gut. Es dehydriert nicht, wie Kaffee das teilweise macht. Wobei man da ja sagt, dass das gar nicht stimmt. Kaffee? Wieso sollte man auch Kaffee saufen? Aber man kann doch einfach Wasser saufen. Aber die Wärme, okay, das lasse ich noch akzeptieren, dass das dann schleimlösend ist.
Ja, und überhaupt, es sind ja auch verschiedene Kräuter und Ingredienzien, die... Da waren nur keine Kräuter drin, weil es schmeckte irgendwie waldfruchtmäßig. Deswegen lasst euch da mal keine Scheiße erzählen. Von wegen Kräuter. Aber ich akzeptiere das. Weil den richtigen gesunden Tee, den wird er wohl nicht saufen, weil er nicht schmeckt. Oh, Scheiße. Das ist so eine pseudo-gesunde Kacke. Naja, gut. Also, was machen wir hier? Es geht ja auch um Psychologie und diesen Effekt. Der ja, Placebo. Ich tue ja mir was Gutes. Genau. Boah, schon alleine das. Wollen wir eigentlich zusammen Yoga anfangen? Boah, Yoga, geil. Oder Pilates. Pilates. Machst du nicht sowas? Nee. Auch Pilates soll ja mega schwer sein. Das ist, glaube ich. Ach, ist das auch mit so Figuren? Ja, das auch mit so Figuren, ja. Ja, die haben doch immer so einen Namen. Also beim Yoga weiß ich, gibt es so einen Namen. Hier der Hund oder... Stern der Elch. Ja, genau. Bei Pilates auch, oder was? Das weiß ich nicht. Was machst du nochmal? Ich weiß nur, dass ich Kisa. Mal... Kisa, genau, aber das Kisa hat nichts damit zu tun. Aber als ich da meine Reha hatte vor etlichen Jahren, da waren mal so ein paar bei solchen Reha-Sprechungen... Du meinst, als du kurz nachdem du aus dem Irak wiedergekommen bist. Genau. Da waren mal so ein paar Übungen, da hat die das vorne gemacht, hat gesagt, so, das ist jetzt mal hier aus Pilates und blau und alle so, Pilates, Alter, das ging überhaupt nicht. Was muss man denn da machen? Das sind so verschiedene Dehnsachen, aber auch so Dinger wie, also jetzt natürlich nicht genau das, aber ihr kennt das vielleicht noch von früher aus dem Sportunterricht oder Zirkeltraining, so, setz dich mal an eine Wand, weißt du, so in dieser, also hier an eine Wand. Oh, oh, Jungs, jetzt geht es los. So, wenn du den jetzt hier machst. Ja. Ja, mach mal 2 Minuten. Dann brennen dir die Oberschenkel weg. Ja, wenn du dann überhaupt 2 Minuten schaffst und so die in so eine Richtung gehen. Weißt du, wo irgend so ein Move, wo du so denkst, oh, das sieht ja leicht aus, das mache ich jetzt auch. So wie eine volle Cola-Flasche mal irgendwie ausgestreckte Arme. Genau, und dann fängst du an nach ein paar Sekunden und sagst, okay, reicht jetzt so, nee, halten. Gehst voll kaputt, halten. So halt, weißt du. Naja gut, wo sind wir denn jetzt hier in unserem Game? Ja, voll geil abgeschweift. Der Skorpion ist gespawnt. Der Skorpion. Warum ist das hier nicht an der Wand, wie es sich gehört? So, der Skorpion ist gemorpht. Geil. Ja. Die Spinne hatten wir noch nachgezogen. Weil Junge, wir... ich muss doch mal sagen, ich liebe dieses Game. Das ist so geil, alles hier. Ja, dass man sowas hier aufbauen kann. Auch dieses nee, ist ja gar kein Dino. Das Dino Gas. Mit, wenn man, hast du mal hier ein bisschen runter so für die Sicht? Ach so, ja. Ich will ja nicht, dass die Leute immer denken, wir wollen uns hier selber feiern. Es ist einfach so, wir feiern dieses Spiel einfach nur. Das ist einfach so, ich habe hier ständig immer Geschichten im Kopf, aber das erzählen wir ja auch jedes Mal. Ich finde das so geil, Junge. Das macht so einen Bock. Ich finde auch geil, wenn man so ein Geländeteil bemalt oder macht. Weißt du, wenn du jetzt so einen Space Marine bemalst dann, und der ist dann irgendwann fertig, dann guckst du auf die Vorlage und sagst, jo, der sieht ja echt aus wie ein Ultramarine oder so. Ist ja auch nicht schlecht, ja. Aber wenn du jetzt hier so ein Gebäude so bemalst und dann auch mit dem Weathern machst und hier, dass das hier so runterläuft und so, als wäre das so ein bisschen moosig, was weiß ich, dann ist das halt so, dass du sagst, boah, Alter, yo, so wird das aussehen. Ne? Also wenn wir jetzt echt hier im Wasteland wären und alles wäre so im Arsch, dann wird das genau so aussehen. Das ist auch hier, wenn du hier so lang kommst, dann hast du das hier so. Ich kann mir jetzt so richtig vorstellen, warum ist der Zaun denn hier so schief? Ja, alles ein bisschen schief und krumm, wie dick und dumm, aber mega. Gut, machen wir weiter. Genug gelabert. Also, was jetzt hier? Was geht hier ab? Alles ist fertig bewegt. Wir müssen jetzt bewegen, weil die Monster bewegen sich ja erst am Ende. Da, die Ratte haben wir auch vergessen zu bewegen. Oh, Junge. Gucken, ob die aktiviert wird. Ja, 2x bewegen. Movement 7. Aber, aber die 12 Zoll weg, ja. Das machen wir hier so ein Ding hier. Oh, vielleicht haben wir Glück und die verpisst sich. 7? Ja, wäre so schon raus. Was messen wir? Sonst wird er nachher noch... Guck mal, das sei hier schon das 6-Zoll-Tool. Yo, Jungs, 7, das wäre hier. Mega, die ist weg. Huhu! Dann kämen die jetzt aber wieder hier zu, oder? Oder ist sie einfach weg? Können wir dazu tun? An die 10. Ja, okay. Dann werden jetzt aber unsere Warbands dran. Wir müssen gucken, wer anfängt. Ja. Ich habe eine 8. Eine 3, du fängst an. Fange ich an. Geil. Zombies kloppen, Junge. Zombies kloppen. Bis gleich. Die Zuschauer werden berichten über dich und deine komische Art. Hast du Mumps?
Beulenpest. Du hast so dicke Backen. Hast du Mumps? Bro. Boah, Junge, jetzt mach die Scheiße. Notaufnahme. Ich bin an deiner Seite, Junge. Ich fahre mit. Alter, du hast echt ein komisch dickes Gesicht. Was ist denn jetzt passiert? Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Oh, also, was ist passiert? Boah, so ein bisschen wie mit der Mudtrap, die hier auf dem Auto war das hier mit dem Skorpion. Alles, plus die fette Bertha, alles da rein, alle fetten Jungs haben da reingehalten, reingeballert und reingeboxt und rumgemacht. Am Ende musste es dann Delis, wie hieß die nochmal, die Bitch, die Anführerin? Miss Rifles hat es dann geschafft, mit der Schulterstütze hat den Skorpion dann zerfetzt. Hier geil, der Axis, der hat hier schön nichts gemacht. Es war dann die Ratte, die hat die Spinne hier zerkaut. Mega, das war schon mal sehr geil. Ja, hier, Ratte ist abgehauen, wisst ihr ja, hier war eine Spinne. Nee, ein Skorpion, der hat sich auch verpisst. Weil er konnte nicht sehen, dann zweimal hier Auto-Move oder wie man das auch immer nennt, hier Random-Move. Erst zum Mülltonne und dann abgehauen. Mega. Das heißt, mehr ist jetzt gerade nicht passiert. Wir machen jetzt für die zweite Platte den Respawn. Ich mach mal ein. Die 6 ist keiner mehr. Oh, was ein Glück. Und die 3 ist nochmal eine Spinne. Eine Spinne. Also 12 Zoll von meiner Nonne. Ich wusste, dass hier eine, oder mit der Bro macht das hier. Geil. Das wäre hier. Mega. W20. 3 in dem Gebäude drin. Oder oben auf dem Gebäude drauf. Das können wir aus. Wie wollen wir das machen? Innen, außen? Das oben drauf und dann krabbelt die runter. Das ist ja eine Spinne. Ehrlich? So? Aber oben drauf, dann würdest du sehen. Okay, pass auf, dann machen wir nochmal W20. Gerade und gerade. Ja, gerade W20. Gerade im Haus und gerade auf dem Dach. 17. Also auf dem Dach. Okay, dann ist sie da jetzt richtig, wo sie da ist. Ja. Mega. Cool. Weil wir müssen ja in das Haus rein eigentlich am Ende noch. Klar. Boah, Junge, hier haben wir voll Action mit dem da. Wirst du weich. Ja gut, noch mal kurz, wer hier anfängt. 9. 6. Fang hier. Ja. Und wir berichten gleich. Oh, ich bin schon gespannt, Junge, mit den Hast du gesagt, dass die alle hier in dieser Radzone stehen? Ja, stimmt. Die sind alle in dieser scheiß Radzone. Wir vergessen das ständig auch, aber... Haben jetzt gerade alle ziemlich Glück gehabt. Ja, haben es geschafft. Nur jetzt, wenn wir uns aktivieren und wieder rausbewegen, in dem Moment, wo wir aktivieren, stehen wir ja drin, also müssen wir erstmal auch wieder Survival testen. Ja. Naja, fangen wir erstmal an. So, also, was ist passiert? Ich muss mal hier anfangen mit meiner super obersten Schwester mit der Plasma-Knarre. Die ist gejammt. Das heißt, das ist jetzt richtig kacke. 2 Jam-Tokens, heißt 2 Aktionen dafür. Plus, ich muss noch einen Intelligenztest bestehen, weil die ja so komplex und kompliziert ist, diese Kack-Knarre. Also die fällt jetzt schon mal nächste Runde und die Hälfte der anderen Runde, wenn alles gut läuft, aus. Naja. Vorher war ich so total gespannt, was für ein Endgegner wir denn jetzt endlich hier erreichen und bin nach vorne gerannt. Hätte ich mir vielleicht mal gespart, weil das ist jetzt echt schlecht, weil fetteste Knarre im Spiel ist irgendwie ein bisschen Brick. Und dann haben wir hier noch die Aktion gehabt mit der fetten Bertha. Die war nämlich hier noch in der Radiation Zone und die ist zweimal verstrahlt worden. Das heißt, auch meine fetteste Nahkämpferin ist jetzt nur noch mit Defense 4 am Start. Die Spinne ist von da oben runtergekrabbelt hier hin. Dabei ist das nämlich passiert. Ich habe nämlich auf die Spinne geschossen. Hier Plasma. So, der Rest hat sich eigentlich nur bewegt und sonst nichts gemacht. Hier der Spasti ist immer noch in der Radiation Zone. Das heißt, gleich nochmal auf Defense würfeln. Ja, und wir sind gespannt. Jetzt würde ich sagen, weil wir ja drauf warten, machen wir hier eben noch Endgegner. Ja. Da kann ja jetzt nur was Fettes noch kommen. Ist auch nur noch ein W6, weil wir haben ja nur 6 Typen bei der letzten Karte, hatten wir euch ja gezeigt. 1 ist eine fette Spinne, 2 der Mega-Rad-Skorpion, 3 die Mega-Spinne, 4 ein Waste-Wolf oder was ähnliches, 5 ist der Trock-König und 6 ist nochmal so ein Wolf. Okay.
Ja, dann mach mal. Ja, Junge. 3. Fuck, Junge, ey. Das heißt... Oh, scheiße. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal gleich noch nach dem Profil gucken, weil wir hatten ja gesagt, dass wir vielleicht diesen Landsnapper dafür nehmen, diese mega Riesenschildkröte. Aha. Weil das das Fetteste ist, was es im Bus gibt, nicht im Bus, im Bus gibt. So ganz in den Bus und so. Sag mal, Junge, ist ja auch fett. Mal gucken, wo die gleich... Ja, Junge, aber das wird gleich echt scheiße. Aber gut. Lassen wir die jetzt eigentlich im Gebäude spawnen? Das ist auch nee, die spawnen wir doch so wie immer. Richtig spawnen? Ja, klar. Okay. Okay, dann müssen wir nämlich einmal gucken. Aber wir haben noch ein Problem, Junge. 12 Zoll von der Dings. Wir müssen die killen und dann an den Code kommen. Oder können andere die ablenken und dann an den Code kommen? Das mit dem Ablenken wäre wahrscheinlich intelligenter. Also wenn die jemand da hinten sieht, da hinläuft, dann jemand schnell rein. Aber das bringt trotzdem nichts, weil wir wollten hier alles looten. Darum ging es ja auch. Das ist doch voll wie Riesenspinnen. Ja, die müssen wir eigentlich killen. So eine Scheiße. Ja, gut, also, was machen wir? Lass es mal richtig spawnen. Also, und eigentlich müssten wir auch noch Sachen spawnen für die zweite Platte, weil wir da auch noch aufstehen. Oh ja, gib mir mal den Laser. Diesen Laser. Ja. So. Aber erstmal stellen wir jetzt die Spinne schon mal hin. Ja, okay. So, das heißt, 12 Zoll, erstmal den W20, gucken wie viel. 3 Zoll, okay, die ist relativ weit vorne, aber wir müssen mal gucken. 12 Zoll entfernt. Das wäre hier entweder unter der Garage oder oben drauf. Weil 3 Zoll nur. Dann runter auf dem Auto? Ja, klar. Kleines Viech, Junge. Im Moment sieht die wahrscheinlich noch keinen. Die Nonne da. Aber da ist vielleicht zu viel dazwischen, oder? Wobei die ist groß. Guck mal, die sieht sogar mit den Augen, sieht die Nonne, Junge. Ja, aber guck mal, dann ist die Ecke ja nicht. Mit dem ja, Eis. Aber guck mal hier, das ist ja eine Glasscheibe. Ach so. Das ist ja eine Scheibe und wieder eine Scheibe. Die sieht die Scheiße. Also hat die schon die Bewegung bemerkt und so? Ja, und jetzt klar. Geht das gleich los. Ja. Ja, krass. Ja, gut. Dann 2 W10 ja. Hier. Ich mach mal einen. Ja. Eine 1. 1 ist nichts mehr. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist eine Spore. Geil, haben wir nochmal einen drin, den wir bisher noch nicht hatten. Wir spielen den wieder als Toxic Jenny. Also ja. Eher als so ein wabbelndes irgendwas. Der vorderste von der zweiten Platte sind die beiden hier. Das ist ungefähr diese Höhe. Jetzt mal gucken wo. 9 Zoll. Ja, schön davor, ne? Mhm. Das heißt nochmal schön auch ein Hindernis in den Weg gestellt. Ich sehe da jetzt gerade nichts irgendwo da. Ja, fett. Ja, aber guck mal, ist doch easy. Wir haben jetzt nur 3 Gegner auf. Ja, voll easy, Junge. Die Spinne, Alter. Spinne mit Fett. Tja. Machen wir mit dem Landsnapper. Wir müssen mal eben jetzt hier, möchte mal gerne die Daten wissen von dem Scheißding. Da gab's doch eine Riesenspinne, Junge. Die Horse Spider ist nämlich nicht die Riesenspinne. Der Landsnapper ist die Spider, ja, Mundschand. Skorpion. Nein. Da ist schon das Toxic Jelly, ist jetzt nicht so geil. Toxic. Kann man nur schwieriger drauf schießen. Waste Wolf Wild Dog Wild Mutant. Aber wir müssen doch das mit dem Netz und sowas auch übernehmen. Die konnten doch so Netze schießen und so eine Scheiße. Ja, Webs hatte die Horse Spider, aber die hat halt. Also die kriegt die Skills von dem, aber hat halt irgendwie. Müssen wir mal gucken. Ja, also eigentlich wäre das hier am passendsten, aber nicht mit diesen Werten hier bei Defense, Melee und so. Weil das Fetteste, was es im Spiel gibt, ist der Landsnapper. Einmal in Erwachsen und in Klein. Der Kleine ist schon fett, weil der hat 2 Lebenspunkte, Defense 8, Melee 5, Stärke 6.
Der Fette hat nämlich Defense 12, 4 Lebenspunkte, Stärke 8. Ja, dann würfeln wir mal gerade, ungerade. Okay, gerade, ungerade, wieder mit dem W20. Ungerade, gerade. Ungerade ist der Fette, ja. Gerade der Kleine. Gerade, der Kleine. Hui. Das ist ja dann noch relativ easy vielleicht. Ja, aber mit den Skills von der Spinne, ja, ne? Also wir nehmen dieses Deadline hier, aber nehmen die ganzen Skills, alles was unten ist, von der Spinne. Also die hat auch diese Spinnennetze, weil die kann die nämlich, ich glaube, 6 oder 12 Zoll, machen wir da eher 12 Zoll weit schießen. Und wenn man getroffen wurde davon, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Man muss da so einen Stärketest, Stärketest um sich da raus, um wie beim Tiny aus dem Käfig zu kommen, ja, so weit, ne? Und wenn nicht, hat man die Aktion halt verschwendet. Und also wenn man diesen Test dann nicht geschafft hat, ist ein Aktionspunkt weg und man ist immer noch in diesem Netz. Kann sich dann nicht bewegen. Ja, dann Spinnenjagen, wa? Jo. Bin froh, dass wir jetzt noch die Kleine jetzt, gewürfelt haben, weil ich glaube, mit Widerstand 12 hier, Defense 12. Das heißt, für die Größere müssen wir uns noch ein neues Modell kaufen, Danny. Für die noch Größere, wenn ja, das da ja schon die Kleine ist, die Kleine. Ja sicher. Obwohl die Kleine, dafür hätten wir ja ein Modell eigentlich, ne? Ja, eigentlich das, weil wir haben ja, die noch Kleinere ist ja diese dann. Aber als Endgegner ist die zu klein. Ja. Nee, dann lieber die als Giant Kleine. Dann nochmal, weil wir haben ja drei. Das wäre diese andere Spinne da, ne? Die Horstbeiler, genau. Ja. Ja, einfach nach welchem riesige Schema spielen wir die denn hier? Die spielen wir im Moment schon nach der Horstbeiler. Also die spielen wir jetzt gerade schon für dieses Spiel nach der eh relativ fetten Spinne. Eigentlich müsste man die kleine, weil wir haben auch noch eine kleinere als die, wir haben auch noch so einen Spinnenschwarm. So ein ja. Base, wo so kleine Spinnen drauf sind, so ein Schwarm halt. Ja. Das ist auch nochmal was anderes. Ich will noch eine größere Spinne, darauf will ich ja hinaus. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, was so eine größere Spinne. So wie dieses große Viech von den Tyranniden. Hm. Wie heißt der denn? Den der Mozzi hat, ne? Ja. Wie heißt das Ding? Nicht mal Malanthrop, ist was anderes. Nee. Hierophant heißt der. Hierophant. Ja. Oh, der ist ein bisschen sehr groß. Das ist ja eine ganze Plattform. Ist geil. Das Endgegner. Ja gut, also machen wir weiter hier. Schauen wir mal, was passiert. Nee? Nee. Aber du hast es halt drauf. Das Geld, Bro. Rundenzusammenfassung. Wir sind vorgerückt. Beide Warbands sind nach vorne gerückt. Und Stiffy die Killerratte ist wie die letzte Irre losgesprintet als einzige und wollte sich hier diesen fetten Kampf stellen, hat aber leider keinen Lebenspunktverlust verursacht. Ist aber auch umgekehrt nicht draufgegangen, weil die Spinne hat es nicht geschafft, sie zu treffen. Mega. Ja, hier sind alle ein bisschen aufgeregt. Axis wollte hier rein, dachte, oh Junge, hacken, das ist doch ein Job für mich, weil, naja, hat zwar nicht so drauf, aber mal gucken, im Zweifelsfall haut er das Ding nämlich kaputt. Ja, und dann passiert Folgendes. Die dicke Bertha meinte, sie müsste auch mal da gucken, wie dieser Typ da langläuft. Oh Junge. Die Bertha ist voll hier auf dem Axis. Will man das? Ja, ich will das. Ja, vielleicht hier im Schlafsack. Ja. Oder Matratze einfach. Naja, auf jeden Fall, so sieht's aus. Jetzt müssen wir noch einmal wieder spawnen. Da ja der fetteste Endboss gerade schon steht, spawnen wir trotzdem noch mal auf der Dreier-Tabelle hier, weil wir ja auf Matte 3. Ja, so ist der Game. Ja, dann einmal ein W6, die 3 ist weg. Einen W6. Aber der Fetten noch mal. Ja, das war ja meine Frage. Nee, ich dachte hier die 2, ein Endboss ist ein Endboss. Endboss ist da. Okay, also auf der 2 wird dann gespawnt. Wir haben nur noch die Zahlen 4, 7, 8, nee, 4, 8, 9, 10 ja. Mit 2 mit 10. 5. Einmal nix und einmal die 10. Noch eine kleine Ratte. Die spawnt dann jetzt dementsprechend, der weiteste auf Platte 2 ist er, weil er steht schon mit auf 3. 12 Zoll. W20 sagt 6. Das wäre hier bei dem Bus 6. Das ist gut.
In den Nahkampf oder was? Mhm. Oder rechts direkt oder? Da, ja. Kommt auch noch raus. Das ist schlecht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal die Marker weg, gucken mal, wer hier erster ist und dann mal schauen, ob wir dieses Terminal kriegen und was das überhaupt ist. Ja, und vor allem mal gucken, was mit der Spinne am Start ist. Ja, scheiß Kräutertee. Das ist gar kein Kräuter. Nee, es waren Früchte, deswegen bringt gar nichts. Doch, es ist angenehm. Wenn man sich wohl. Hast du Mumps, Bro? Wieso mit? Das passt dir. Oh Gott. Jungs, hier ist einiges passiert. Oh, leck mich am Arsch. Eigentlich nichts, außer dass die Spinne rangekommen ist. Und natürlich wieder mein verficktes Ding hier nicht gejammt hat. Nee, eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Ja. Außer dass. Haben wir halt alle nur überall immer daneben geschossen. Ja, und die Spinne plus Ratte ist jetzt hier halt. Die Ratte hat halt eine geile Aktion gebracht, ja. Weil sie aus dem Nahkampf abgehauen ist. Ach ja. Komm, erzähl du mal hier, komm. Du hast das gerade besser. Die Story von dem Nahkampf. Ja. Folgendermaßen. Ich genehmige mir noch einen Schluck. Mache er das. Release the Kraken. Release the Kraken. Das desinfiziert den Hals. Okay. Das ist mal gut. Nicht dein Früchte-Tee. Mein Gott. Geil, Früchte-Tee-Scheiß, Junge. Willst du das mal nehmen? Nee, ich würde viel lieber wissen, was Früchte-Schee ist. Früchtetee. Aber ich mag den. Ja, der ist echt gut, ne? Finde ich auch. Der hat auch nur 40 Volt. Aber da geht's kaputt. So. Also, folgendes im Nahkampf passiert. Die Ratte hat ja hier an dem Bein von der Spinne mal rumgeklappert. Mhm. Todesmutig, überhaupt kein Problem. Doch dann spawnte auf einmal ein komisches Wesen mit roten Augen in der Dunkelheit. Und die Ratte hat auf einmal Panik gekriegt, ist aus dem Nahkampf abgehauen. Nur, was man dann gesehen hat beim Rauszoom, ich meine, ihr seht ja das Größenverhältnis. Man könnte jetzt meinen, die Spinne wäre angsteinflößend, aber die Ratte ist es tatsächlich. Deswegen ist meine Ratte vor der anderen Ratte abgehauen, da steht sie. Ja, und jetzt in der, ich weiß nicht, ob es die letzte Runde wird, aber wahrscheinlich ja letzte Runde, ist die Frage, kriegen wir diesen Boss abgeknallt oder nicht? Oder nochmal in Nahkampf? Viel interessanter ist ja, was Axis noch gemacht hat. Stimmt. Axis hat sich nämlich von der Mutti da nicht irritieren lassen, ist hier durch die Tür gelaufen und hat erfolgreich, direkt beim ersten Versuch, das Terminal gehackt. Und es hat sich herausgestellt, dass es gar kein Terminal war, sondern in der Tat die zu dieser Tankstelle gehörende Registrierkasse. Klappe auf, 30 Coins drin, ist ja schon mal nicht kacke. Und dann als Mega-Effekt, hier hinten der Ventilator hinter ihm, ist auf einmal angesprungen. Und ja, und das war's. So. Aber er jetzt total geil, weil er kann ja durch das Terminal diesen Ventilator, die Steuerung, also diese drei Stufen kann er jetzt ja, einstellen. Mega. Kühlmittel natürlich raus, also eigentlich dreht er nur noch. Ja, aber ist geil. Aber er ist der Master of the Ventilator. Er hat da jetzt auch echt Spaß bei. Ihr war das dann irgendwann auch zu doof, da ist er halt einfach schon mal nach vorne ans Fenster gegangen, weil sie dachte, sie könnte jetzt hier die Spinne gleich mal kaputt hauen. Ja, ist aber nicht, weil die scheiß Spinne natürlich dahin gelaufen ist, wo sie auf sie geschossen worden. Ja. Und dann, ja. Deswegen bin ich sehr gespannt jetzt in der nächsten Runde, was passiert. Ob die Bertha nochmal was machen kann und überhaupt. Plasmapistole ist wieder einsatzbereit, endlich. Jo. Mega. Okay, gucken wir mal, wie es läuft und dann melden wir uns gleich nochmal wieder. So, das ging fix, und weil es war alles ziemlich ereignislos. Ja, geht so, ne? Die Spinne hat etliche Schussburst abgekriegt und verschiedenstes, aber nicht verwundet worden. Dann hat die Spinne selber ausgeteilt, niemand verwunden können. Im Nahkampf auch nichts wirklich passiert. Meine Ratte hat es nicht geschafft, die gegnerische Ratte zu fressen, ist aber selber gefressen worden. Axis
hatte kurz überlegt, ob er weiter hacken soll oder nicht, weil er fand das so geil mit dem Ventilator. Aber er hat einen Intelligenztest bestanden und irgendwie gecheckt, okay, ich sollte vielleicht doch mal kämpfen gehen. Steht jetzt hier, wird in der nächsten Runde eingreifen können. Der Junge und die Bertha, der Ratskorpion da hinten, der ist angekommen zur Bertha und hat die einfach kaputt gemacht. Bertha ist tot. Bertha tot, bei Mini Rifle gejammt, hier was gejammt. Ist alles nicht so ideal, Ratte aber tot. Ratte auch tot. Tja, Junge, machst du nix. Okay. Gucken wir mal gleich, wie es weitergeht. Wir hatten nachträglich noch diesen Skorpion und den Zombie übrigens gespawnt, weil wir wollten ja nicht bescheißen hier oder so, weil ja noch welche auf der zweiten Platte standen. Ja, der Skorpion hat ja auch die... Der Skorpion hat die auch sogar gemacht, ja. Der letzte, der hier noch über ist, ist die Nummer 9. Zweimal wird drauf gewürfelt, weil ja immer noch welche da stehen. Also hier, eins. Einmal eine 1 ist nix und einmal eine 5 ist auch nix. Gut. Bleibt also dabei. Riesenspinne, kleine Ratte, Ratskorpion und den fetten Zombie. Tja, Junge. Mal gucken, ob wir die Spinne noch kaputt kriegen. Ja, Leute. Also, das sieht nicht gut aus, sag ich mal so. Axis ist tot. Und zwar nicht durch die Spinne gestorben, sondern durch den, wie Devin meinte, den verfickten Skorpion. Hat jetzt schon zwei Leute gekillt. Einmal meine Bertha, einmal sein Axis. Ja, hier Olaf, Olli, Oliver hat es nicht geschafft, obwohl er erfolgreich aktiviert hat und zweimal schön reingeballert hat in die Spinne, aber auch nichts. Mit den anderen bin ich eigentlich nur rangelaufen. Hab nichts gemacht, weil ich will jetzt gleich mit allem, was ich habe, so in den Nahkampf rein, weil anders geht das hier nicht. Und Respawn für die Zombies haben wir noch versucht, ist nichts passiert. Philippa hat die Ratte abgeschossen. Ach, genau, die kleine Ratte wurde hier von Philippa, ne, wird die abgeballert. Ja, sonst war aber nichts. Die Spinne hat zweimal auch in die Blut gehauen, hat aber auch nicht geschafft, den einmal nicht zu treffen und einmal nicht zu verwunden. Richtig, richtig. Wir werden jetzt sehen, was passiert. Es muss jetzt irgendwie alles da rein und alles irgendwie kaputt machen. Sonst haben wir ja auch nichts von dem Ventilator und der Steuerung. Ja, eben. Deshalb, bleibt dran, es kann nicht mehr lange dauern. Ja, auch wieder nicht wirklich viel passiert. Außer, dass hier die Miss Rifle hat schön den Skorpion weggeknallt und dann mit dem zweiten AP ist sie in den Nahkampf gecharged, hat aber nichts gemacht. Genauso wie alle anderen haben der Spinne nichts getan. Die Spinne hat uns aber auch nichts getan, also irgendwie passiert da nicht gerade so viel. Der Zombie läuft hier rum. Der hatte nur eine AP, damit nochmal den letzten Gem-Token weggeknallt. So, und Plasma kann ja jetzt nichts machen, weil wäre zu groß das Risiko, meine eigenen Leute zu treffen, muss also auch in diesen scheiß Nahkampf rein. Ich würde sagen, wir haben gerade natürlich auch gewürfelt, ob dieser letzte mögliche Zombie noch spawnt. Ist er nicht. Käme nur noch auf die 7. Ja, auf die. Doch, auf die 7. Auf die 7 sagt, ne? War aber nicht. Ja, und jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, die Spinne zu killen, nicht zu sterben. Und mal gucken, was mit dem Zombie noch ist. Ja. Ich würde sagen, wir zocken das einfach mal durch und melden uns dann wieder, wenn das Biest erledigt ist. Oder wir. Oder wir. Ja. Jetzt habe ich vorhin gedacht, das dauert noch ewig, bis wir diese Spinne kaputt kriegen. Ja, und dann hat es jetzt noch genau eine weitere Runde gedauert. Guck mal, wie es rauft. Ja, alles nur, weil die Spinne kaputt ist. Folgendes ist nämlich passiert. Philippa ist da reingecharged, hat sofort es geschafft, also mit seiner zweiten Aktion dann, einen Lebenspunkt der Spinne zu klauen, obwohl er noch nicht mal eine richtige Nahkampfwaffe hat. Mega. Dank die Blut aktiviert, die hat die Spinne gekillt. Echt krass, die Spinne liegt da. Tot! Ja, und dann hat der Pfeife mit seinen Nonnen es hier noch geschafft, da hinten diesen Radzombie abzuknallen. Das war jetzt eigentlich auch nicht mehr so schwer mit Plasmapistolen und alles. Ja, und dementsprechend ist tatsächlich zu diesem Zeitpunkt alles hier komplett gegnerfrei. Mega. Terminal ist gehackt, auch wenn das jetzt nicht so viel gebracht hat. Aber der fette Endboss ist besiegt und jetzt ist Zeit, um hier alles in Ruhe zu looten. Mal gucken, was in den Karren ist. Vor allem die ganzen Bling-Bling-Shiny-Objects da abnehmen und so. Wieder schöne Glücksbringer draus machen und sowas. Ja, super geil. Eigene Verluste, eine Ratte, Axis und die Bertha. Die Bertha, die hat es nicht geschafft, die ist im Arsch. Ja.
Naja. Machst du nix? Nee. Aber ja, trotzdem, aber für ein improvisiertes Game total cool. Irgendwie hat doch Bock gemacht. Improvisiertes Game mit improvisierten Warbands auch. Wir werden jetzt so auch schnell irgendwie mal ein bisschen zusammengeknüppelt. Ja. Geguckt, was an Minis da war. Und ja, so sieht's aus. Mission erfüllt, würde ich mal sagen. Und wäre das jetzt ein Kampagnenspiel, würde es ja jetzt weitergehen mit gucken, wer hier verletzt ist und wie auch immer. Aber wir wollten ja einfach nur mal wieder so einen kleinen... Nach langer Zeit einfach mal wieder zocken. Ja. Ja, und in diesem Sinne würde ich auch schon fast sagen... Ja. War's das, oder? Das war's. Bleibt dran, bleibt am Ball. Soll jetzt öfter mal wieder was von uns zu sehen sein. Und wir haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit, ne? Ja, sehr geil. Ja, das ist auch cool. Ja gut, Jungs, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschö!